Hey, I want to welcome everybody to Wrestling Talk Radio. This is Terry Funk here, King of the Texas Death Matches, Hall of Famer for WWE and every other Hall of Fame in the world today. But listen, I love the Hall of Fame radio station, and that's a wrestling talk show. Herzlichen guten Hallo und willkommen im Wrestling Talk Radio. Wir sind wieder da, wir sind bei der 1001, es ist Chaka Unscripted. Ich bin der Mats und heute mit dabei ist zum einen der Jan, hallöchen. Guten Abend. Und ich bin auch ab und zu mal da. Ja, du bist die ganze Zeit da. Naja, irgendwer muss ja. Ja, genauso die ganze Zeit da ist der Sven, hallöchen. Hallöchen aus dem Hintergrund. Bin auch immer da. Deswegen für euch... An euch beide erstmals schon gleich zum Einstieg ganz großes Dankeschön, dass ihr beide, also ohne euch beide hätte diese Pause, die jetzt doch viel länger war, als sie eigentlich gedacht war, nicht funktioniert. Ja, Jan hat das Veröffentlichen übernommen. Du hast, also Sven hat größtenteils die Bilder und Ausgabenbeschreibungen und alles sowas dann im Hintergrund organisiert. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, ohne euch beide hätte das ganze Ding so jetzt nicht funktioniert. Ja, also. Man tut, was man kann, ne? Ja. So. Und zur Feier des Tages, ich habe zwar keinen Sekt hier, beziehungsweise mag ich eh nicht, aber immerhin einen guten Apfelcider. So. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Ja. Prost. Ja? TV Total Nippel. Kommt bitte Eskalation hier bei mir an. Ja, aber wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert. Wir sind nämlich das WTR Original und deswegen ist Leo auch am Start. Moin. Also ich muss jetzt schon mal sagen, ne, ich habe mir eigentlich schon ein bisschen pompöseren Restart des Ganzen hier gewünscht. Und ich habe es ja gerade schon mal ganz kurz angedeutet. Ich fände jetzt eigentlich ganz cool, wenn es so machen, wenn du so gemacht hättest, Matze, so fup, 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 und dann so, boah, was ist denn das, was ist denn das? Der Leo ist in einem Helikopter. So hätte ich mir das gewünscht. Und dann wäre ich da so hyper, hyper. Und dann könnte ich jetzt nämlich auch sagen, ich habe nämlich diese 9 Monate genutzt, bin jetzt Selfmade-Millionär. Ja, ich bin jetzt nicht mehr, ich bin jetzt Leo 2.0, Bist du schon Leo 4.0 inzwischen? Ja, nee, 2.0 war's? Ich bin auch schon berühmt jetzt und so weiter. Und ja, also die letzten 9 Monate bin ich mal so richtig durchgestartet. So. Während Hast die du Welt... dir bei Windhorst was geliehen? Nee, eigentlich habe ich echt nicht so viel vorwärts bekommen. Ja, aber ich bin auch da, ja. Hallo. Ja, und ich muss mich gleich am Anfang mal entschuldigen, denn ich habe mich vor ein paar Tagen ganz schön kräftig im Ton vergriffen und wurde deswegen aus der Töpferei geworfen. Aus der Töpferei? Hm. Ach, jetzt habe ich ihn kapiert. Hab ich kapiert. Ja. Ich habe mich so. Stark. Und stark, ihr so? Gott, schön. Und, oh. Der ist wirklich mal, stark. Voll, ah! Ich den selben Account auf Twitter. Ey, Sven hat ihn graviert. Entschuldigung, ich bin alt und blond. Kopfschmerzen zum Einstieg sind das beste Personal. Ja, also. Alter, und, aber der ist ja, echt stark. Scheinbar, Jan. Beginnt das zufällig mit einem D? Nee. Gut. Also Dalu macht das auch, ja. Aber Toro macht's auch. Ach so, weil mir kam der jetzt gerade auch nicht bekannt vor. Jetzt habe ich mich schon gewundert, ob ich ihn einmal überlesen hatte. Ja. Nee, das habe ich irgendwie vor ein paar Tagen, oder war es sogar heute? Ist egal, wann auch immer ich gelesen hatte und fand das so lustig, dass ich gedacht habe, du baust irgendwo mit ein. Tatsächlich war der aber auch wirklich lustig. Ja, fand ich auch. Deswegen musste der irgendwo mit rein. Ja, ne? Man, also... Ja, ich trinke gut. Weiter bei meinem Cider. Vielleicht machen sich irgendwann die 4,5% bemerkbar, dass ich es auch richtig finde. Naja, du trinkst. Don't drink and podcast, Jan. Du trinkst auch mega selten, oder? Ja. Vielleicht haut's ja dann richtig rein. Nee. Also, da muss bei mir schon ordentlich was. ordentlich da was reinschenken, da. Muss schon Jute Absinth her. Nee, also ich glaube, das einzige Mal, dass ich was gemerkt habe von Alkohol war, oh, da haben wir uns hier Gott, wie heißt das? Farmers Punch oder so ähnlich.
Da ist dann nur Rum, Wodka, Gin, wie heißt das, Orangenlikör und noch irgendwas. Waren fünf Sachen oder so. Planters Punch. Ja, und ich weiß gar nicht, war das denn nur der Alkohol oder war da noch, kam da noch irgendwas zum Mischen mit drin? Sagen wir es mal so, ich hatte ein halb Liter Glas. Das habe ich gemerkt, aber auch nur, dass mir ein bisschen schwindelig wurde. Das waren die ganzen Nebeneffekte. Das ist meine schlimmste Saufgeschichte. Also bei mir war es letzten Samstag. Aber das war auch ganz schlimm. Da ging es mir überhaupt nicht gut. Hoi, hoi, hoi. Ich kann mich auch erinnern, wann war denn das letzte Mal, Leo? War das Höhe Weihnachten, Silvester? Oh. Dass du mal wieder dem Alkohol abgeschworen hattest? Also ich habe tatsächlich letztes Jahr, also 2020, den kompletten Januar nichts getrunken gehabt. Sagen wir mal so, wenn ich daheim bin, bei meinen Eltern geht's tatsächlich. Aber hier ist es schon echt wirklich, also heute kam zum Beispiel von mir die Aussage, jetzt trinke ich aber mal bis Donnerstag nichts. Also. Leo, wo ist denn aktuell hier? Ach so, immer noch im, oder wieder, oder immer noch in Bayreuth. Na gut, da würde ich es auch nur noch mit Alkohol aushalten. Ja, es ist tatsächlich halt so, ne, halt, weiß nicht, mein, jeder ist irgendwie so ein bisschen durch den Winter geschaukelt, ne, und jetzt versuche ich mal noch den Sommer hier das Studium in die Länge zu ziehen und dann mal gucken. Ja. Fangen wir doch mal, also wir machen erstmal so ganz kurz, bevor wir jetzt alle so ein bisschen drauf losreden und sowas, so ein bisschen was Organisatorisches und Obligatorisches. Eigentlich war diese Pause, die wir im Juni letzten Jahres angefangen haben, nur gedacht bis maximal Ende des Jahres 2020. Nun haben wir inzwischen aber auch schon wieder Mai 2021, damit ist die Pause fast ein Jahr geworden. Und der Hintergrund war eigentlich nur, ich wollte mich selber so ein bisschen entlasten und dann fiel der Wiedereinstieg sehr, sehr schwer. Dass man einfach sagt, ja, eigentlich würde ich ganz gerne, aber der Podcastplan ist irgendwie auch voll. Muss ja gar nicht. Und dann wurde daraus so ein bisschen hängen, nicht laufen lassen. Und ja, nur sind wir hier. Also der Bock-Faktor, ich hatte auch zwischendurch mal mit Sven geschrieben, dass ich eigentlich auch wirklich wieder Bock hätte, eine Time Machine zu machen. Aber irgendwie, ja, ging es mir halt immer noch nicht so richtig gut und dann haben wir gesagt, dann warten wir halt noch und das wurde halt immer länger, länger und länger und mir wurde es immer unangenehmer und unangenehmer und dann störte mich irgendwann dieses Wort unofficial total. Ja, und nun sind wir hier. Ja, also, Leo, hast du in der Zeit einen Podcast mitgemacht? Ja. Ja. Sehr gut. Wollte ich also mindestens mal sagen. Einmal bei Wissen macht auch warm. Ich wollte gerade sagen und nicht da nur war, ein. Da war ich auch mit dabei. Ja, stimmt, da warst du ja auch mit dabei. Da haben wir hier geraten, ne? Hier Preis ist heiß, Dings da. Das war sehr cool. Das war tatsächlich sehr, sehr cool. Das muss ich echt sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Aber cool. Ich wollte dazu noch sagen, ich habe auch das Gefühl, also Time Machine ist schon das, was die Leute so, also mit Abstand am, also die brennen da, glaube ich, richtig drauf. Also das ist natürlich die strategisch wichtigste Frage an der Stelle. Matze, wie schaut's denn aus? Ist das Krankenhauspersonal in Neustrelitz vorbereitet für Wrestling Time Machines? Weiß ich nicht. Ich war das letzte Mal im Mai letzten Jahres im Krankenhaus. Das war ja auch dann, dass ich deswegen ja auch die Pause gemacht habe, weil das immer alles noch viel stressiger wurde. Das heißt, eigentlich seitdem geht's mir so lala. Also mir geht's eher vom Kopf her nicht gut. Ja. Aber die Bauchspeicheldrüse und der Bauch halten sich so okayisch zurück. Die letzten Tage war wieder ein bisschen mehr. Aber so Schübe kommen halt und gehen. Aber ich könnte es dir gar nicht sagen. Also ich weiß, da gibt es eine Corona-Abteilung, aber ob die auf mich vorbereitet sind, weiß ich nicht. Ach, der Herr Schwarz ist wieder da. Gab wohl wieder eine Time Machine. hatten der Schmidt wieder ins Krankenhaus gelabert. Das war aber, das weiß ich nicht, ob ich das erzählt hatte, glaube ich gar nicht. Ne? Das vom letzten Krankenhausaufenthalt, das fand ich halt auch schon schräg. Da hat man ja schon die Masken aufgehabt, wenn man so durch den Flur geht und sowas. Und trotzdem haben einen die Schwestern und Ärzte erkannt. Also nur dieses obere Gesichtsteil sozusagen, ja, und trotzdem, also, ja, fand ich dann aber schon ein bisschen schräg.
Ja, aber ich finde, Matze, ich finde so, jeder, der dich in echt schon mal gesehen hast, du bist halt auch einfach sehr unique. Du Finde ich, kann wolltest man sich schon merken. unheimlich hübsch sagen, ja. Ja, es gibt halt Was wenige, lachst du da, Jan? die bei 2,7 Meter noch solche Muskeln haben. Du meinst keine. Nee. Ich glaube, Er ich habe meint dich ein bisschen solche. anders in Erinnerung. Wann haben wir uns denn das letzte Mal gesehen, Matze? War ich da noch Auch schon 2,7 wieder Meter, dann bin ich ein Schrumpf. Alter. Stell dich darauf ein, dass ich kleiner geworden bin, ja? So 50, nee, so 30 Zentimeter. Ja, so ungefähr. 2 Meter, Schwerkraft ist aber auch eine ja. Sau, ey. Sven, wie ist es eigentlich bei dir? Das ist jetzt mal tatsächlich eine kurze Frage zwischen rein, weil es mich interessiert. So Fitnessstudio ist ja schwierig. Ja, schwierig. Wie siehst du aus aktuell? So, bist du jetzt auch so ein eingefallener Pfannkuchen, wo halt nur noch Haut runterhängt? Oder wie machst du das? Das ist die Frage, ob du jetzt da mich fragst oder ob du jemanden fragst, der mich sieht. Erstmal dich. Also ich fühle mich aktuell sehr skinny fat. Okay. Skinny Fat ist eine sehr schlechte Kombo, oder? Ja, Also. das ist ein ganz, ganz schlechtes Kombo. Ja, das ist eigentlich die blödste, die man so für einen Pumper. Ja, also was mir tatsächlich sogar noch mehr fehlt als Gewicht oder so, weil da habe ich mir jetzt mit Bändern und Kabeln und all möglichen Home-Training-Equipment schon ein bisschen weitergeholfen, ist tatsächlich eine effiziente Cardio-Trainingsmöglichkeit. Ja, weil ich einfach kein Jogging-Typ bin und so. Und es war jetzt über den Winter halt echt hart, weil es so kalt war da draußen und dann auch nicht wirklich Spaß macht, da rauszugehen und Also ich muss ja sagen, so, das wissen ja die Hörer auch nicht. Also ich bin ja auch schon eine brutale Maschine, so. Also schon auch so ein 2,7 Meter Typ. Und was mir gefehlt hat, ist, das ist ähnlich wie so, vielleicht kennen es manche, so im Studium ist es die Bibliothek, dass du einen Ort hast, an den du hingehen kannst, wo halt nichts anderes ist und du halt dann das machst, weil du da hingehst. Und dieses ganze Home-Workout-Schmarrnzeug da. Das kotzt mich so an. Ich brauche einfach einen Ort, wo ich weiß, okay, die 50 Leute um mich rum, die machen halt auch Sport. Und da gehe ich hin, da schalte ich ab und danach so ist wieder mein Zuhause so. Und das hat mich schon echt auch angeguckt. Also ich muss sagen, ich war das letzte Mal so leicht, glaube ich, Neuseeland, also vor 6, 7 Jahren eigentlich so. Ich bin richtig, richtig eingefallen, weil ich aber auch viel laufe und halt gar keinen Kraftsport mehr mache eigentlich. was halt mir irgendwo am meisten seelisch auch wehgetan hat, ist, dass ich daheim keine Möglichkeit hatte, meinen Rücken effizient zu trainieren. Das Keine stimmt, ja. Ist am Klimmzugmöglichkeit oder schwierigsten, sowas, ne? ja. Und nach meinem Umzug jetzt hier habe ich in der Gegend einen Trimm-dich-Pfad tatsächlich entdeckt, wo so ein paar tolle Klimmzugstangen rumstehen im Weg. Und jetzt latsche ich halt dann jeden Freitag dorthin und trainiere im Wald. Wie so ein alter Holzfäller hier. Und Kauft Matze, ihr wie noch sehr sowas hat dir für die es? Tür? Warte mal, Sven, für die Tür gibt es auch so eine Einhänger. Ist das was nichts für dich? Der reißt doch die Tür runter. Du, wenn das meine eigenen Türen wären, da hätte ich da keine Skrupel. Aber solange ich hier auf Miete bin, Ja. lieber nicht. Ja, Die werden oben so in den Türgiebel so eingehangen, ne? Und ich weiß. dann. Aber gerade jetzt eben nach dem Umzug, wir haben hier nagelneue Türen bekommen und Ja, okay. Also Kumpel von mir hat man das muss es nicht auch drauf und da anlegen. sieht man oben schon Gebrauchsspuren. Also. Ja, es geht halt recht fix, ne? Weil das ja hin und her Ja. rutscht auch so ein bisschen, während man zieht. Ja, genau. Und bei Geht schon. Sven hängen da halt jetzt auch nicht 55 Kilo, ne? Nee. Nee, 58. Also Da ist ja zwischen den der. Beinen vielleicht, aber Ja, ansonsten. ich wollte gerade. Ich wollte gerade wollt sagen, da ist der ja schon schwerer. Ich hätte sogar noch mehr. Noch mehr 55 aufgewogen. Kilo zwischen den Beinen. Du armer, armer Mann. Ja, und Matze und Jan, wie hat euch so Fitnessstudio-Abstinenz? Ja, tangiert mich peripher, ne? Ja, das glaube ich. Ja, ich Aber weiß noch nicht, was warst so du ganz. fertig schon eigentlich mit deinem, jetzt habe ich hier Nee, war voll ich den nicht. Faden. Ah ja, Aber dann. ist nicht so schlimm. Aber das wäre eine der Fragen, die ich tatsächlich so gehabt hätte an euch, wie es euch jetzt in dieser Corona-Zeit geht. Wir hatten ja dann so ein bisschen gehofft, ja auch Ende des letzten Jahres noch, dass es dann vielleicht nicht mehr allzu lange gehen könnte. Und jetzt sehen wir ja doch irgendwie nicht so ganz ein Ende. Ja, wie geht's euch denn? Macht mal durch die Reihe weg, Leo. Du bist gerade so im Redeschwall.
Tatsächlich jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen besser. Ich fand so, also so Januar war schon hart. Also ich glaube, so geht es aber vielen, dass es da irgendwie schon besonders hart war, weil da auch so bei mir schon die Realisation kam, okay, oder Realisierung, egal, dass es halt jetzt kommt dieses B-Zeug da und dann geht es noch mehr ab und so weiter und so fort. Gerade geht es mir einfach besser, weil die Tage länger werden, es ist länger hell, man kann draußen was machen und es tut mir schon gut. Was mich ein bisschen stresst, ist gerade dieses Impfthema, weil ich das Gefühl habe, es entsteht schon so ein Impfdruck. Es ist mittlerweile fast schon so, ach wie, du hast noch keinen. Ja, meiner ist nächsten Donnerstag, so in die Richtung. Und das nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten darf ich mich ja überhaupt nicht beschweren. Ich meine, ich hab hier meine WG, ich habe immer drei Leute, also ich bin ja einfach schon so ein sozialer Typ. Ich habe immer meine Leute gehabt, mit denen ich was machen kann. Meine Freundin ist hier und ja, dann hat man einfach geguckt, wie man die Zeit rumbringt, wo man helfen kann, was man tun kann. Und irgendwie kam dann doch immer irgendwas. Und wenn du schon wieder sagst, es ist jetzt schon wieder Mai, finde ich unfassbar, wie die Zeit vergeht. Das ist schon heftig. Aber ansonsten, ja, geht's mir gut. Und ich bin aber auch schon echt froh, wenn, also ich bin halt auch so ein Kuschler. Ich bin so ein Kuschelbär. Ich bin so, wenn ich so auch mal so ein, zwei Bierchen getrunken habe, gehe ich schon mal gern zu allen hin und sage denen, wie lieb ich sie habe. Und da freue ich mich schon drauf, wenn man das wieder machen kann. 2,7 Meter großer Kuschelbär. Genau. Okay. Jan, wie ist bei dir? Wenn ich Auch ein keine 2,7 Meter Nachrichten gucken großer würde, Kuschelbär. würde ich keinen Unterschied zu vorher feststellen. Okay. Einmal Höhlentroll, immer Höhlentroll, ne? Wie heißt es so schön? Wir Gamer, wir haben schon seit Jahrzehnten auf genau diese Situation hingearbeitet. Ich kann es bestätigen. Also, ja. Bei Also mir hat schon nichts ja, genommen. aber irgendwie ist trotzdem doof, finde ich. Also ich stimme dir zu, man ist da mehr drauf eingestellt als viele andere, weil man das so gewöhnt ist. Aber man hat eben trotzdem, also bei mir ist das so, mir fehlen trotzdem so diese Tage oder auch mehrere Tage nacheinander, wo einfach dann mal was anderes passiert. Also zum Beispiel fehlt mir Wrestling-Rudel gucken unheimlich. Oder einfach mal irgendwie zwischendurch jemanden sehen, ohne dass das irgendwie abgesprochen werden muss. Und kannst du da und bist du schon geimpft und bist du getestet oder was weiß ich. Und dieses ganz viele, bevor man irgendwie zusammenkommen darf und kann, das macht mir den Kopf ganz schön kaputt. Aber ansonsten stimme ich dir zu, man ist es mehr gewöhnt. Aber ich muss auch sagen, ich bin meiner Wohnung inzwischen ganz schön überdrüssig. Also die Ausgangssperre macht es auch nicht wirklich besser, weil es so Zeiten sind, wo ich eigentlich ganz gerne so ein bisschen draußen umherwatsche, weil ich eigentlich eher im Dunkeln gerne rausgehe und ein paar Meter gehe. Und dann Er hat's doch beschworen. Ja. Ach, der Aber, Matze ist weg. Oh, ich habe ja, gerade ich gedacht, war mir jetzt auch gerade nicht sicher, aber dass Sven gelacht hat. Ja, nee, aber es ist klar, dass Matze lieber rausgeht, wenn es dunkel ist, weil sonst ne, fallen da die Schlüpper reihenweise, das kennt man ja. Und dann kommt er halt über keine 5 Meter weit. Deshalb besser im Dunkeln, weil da sind nicht so viele unterwegs und man sieht auch schlechter. Ich meine, der Mann ist halt auch riesig, ne? Also der braucht ja Platz auf dem Gehweg. Ja, aber also im Krankenhaus hat man ihm nicht umsonst den Spitznamen die Anaconda gegeben, ne? Ich glaube ja auch insgeheim, dass die ganzen Leute letztes Jahr alle auf dem Balkon gestanden sind und für ihn geklatscht haben. Und was redet ihr für ein Stuss? Ey, da bist du ja wieder. Hast du mal eine Ja, kurze ja. Auszeit gegönnt? Ja, mein Internet scheinbar, oder? Das ist wieder dieses, dann ist es für 15 Sekunden weg und dann bin ich wieder da. Naja, hat sich nichts verändert. Ja. Nee, also ich wollte sagen, dass mich das dann halt zusätzlich stört, dass man nicht raus kann, so zu den Zeiten, die ich dann halt ganz gerne rausgehe. Und ja, bin meiner Wohnung doch ganz schön überdrüssig. Weil es halt alles und zu jeder Zeit dreht sich halt in der Wohnung sozusagen. Und wenn der Kopf sowieso schon angeschlagen ist, was eben seit einer ganzen Zeit jetzt schon der Fall ist, dann ist das nicht wirklich besser machend, sozusagen. Und da muss man sich echt ganz schön am Schlawittchen reißen, dass das dann nicht schlimmer wird und noch schlimmer wird. Also ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen psychischen Knacks hat, kann das jetzt ganz gut nachvollziehen, denn das ist eine Situation, die wir alle so nicht wollen, dann noch mehr in ein Schema irgendwie reingedrückt werden. Und das macht es irgendwie im Moment ganz schön
anstrengend, glaube ich, ist das Wort. Schwierig. Und ja, aber man muss durchkämpfen, ne? Also man muss durchhalten und irgendwie wird es auch wieder besser. Das merke ich auch mal zwischendurch, dass es dann mal wieder so ein paar Tage gibt, wo ich dann auch wieder ein bisschen, na nicht glücklich ist ein komisches Wort, aber ein bisschen zufriedener und ein bisschen mit allem besser zurechtkomme. Aber insgesamt ist es schon irgendwie eine ganz schön komische und doofe Situation. Sven? Also ich stimme dir grundsätzlich zu, dass mal wieder ins Kino gehen wäre ganz nett. Ja, oder auch mal abends nicht daheim rumhocken wäre ganz nett. Aber ich glaube, dass jetzt in meinem konkreten Fall das meiner Herzallerliebsten viel näher geht als mir persönlich. Also ich habe das auch schon vor einem Jahr, ich glaube, mit dem Chris besprochen gehabt, bei Abgestaubt hier, das ist halt Age of the Nerd. Ja, ähnlich wie es Jan eben gerade sagt, wir sind es ja gewöhnt, wir Kellerkinder. Am ehesten fehlt mir halt noch mein Fitnessstudio, wie gesagt. Haben wir ja gerade schon thematisiert. Aber ansonsten, ich persönlich sehe mich tatsächlich da irgendwo so ein kleines bisschen als Gewinner der ganzen Situation, weil ich über Jahre jetzt im Beruf eben auch schon versucht habe, sowas wie ein Homeoffice für mich da mal rauszuverhandeln. Und da hat es mir geheißen, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und dann musste ich letztes Jahr von jetzt auf gleich nach Hause, musste in Quarantäne und dann haben sie mir meinen Rechner nach Hause gefahren und seitdem habe ich die Firma nicht mehr betreten. Und die gibst du auch nicht mehr her. Ich soll den mal holen. Ja, weißt du, und dann haben wir festgestellt, ach du, das klappt ja ganz gut. Wir machen das jetzt auf wöchentlicher Basis jeweils mit Verlängerung. Und ja, als ich dann gesagt habe, ich ziehe um, habe ich gesagt, Leute, pass auf, ich mache einen Vorschlag, ich nehme den Rechner mit. Ich arbeite weiter für euch aus 100 Kilometer Entfernung, weil es geht ja scheinbar. Und damit habe ich eigentlich für mich persönlich jetzt einen sehr effizienten Tagesablauf mir da rausarbeiten können und ich fühle mich tatsächlich da recht angenehm. Ich meine, ich war ja sowieso nie ein Freund von großen Menschenmengen, das heißt, ich habe jetzt auch im Endeffekt ein Argument, dass mir keiner auf die Pelle rücken soll. Und ansonsten, natürlich wäre es schöner ohne Pandemie, aber ich bin da relativ anpassungsfähig, glaube ich, tatsächlich. Also mich stört das persönlich ist schon mal gut. So sehr. Also mein größtes Problem ist tatsächlich so dieses mal was anderes machen. Ja, also jeder Tag ist irgendwie gefühlt gleich. Und das ist irgendwie für einen Kopf nicht so toll. Also ich habe ja öfter auch schon gesagt, also es waren ja auch Podcasts, bei mir waren ja auch größtenteils raus. Ne? Ich habe beim Nerdhead Radio aufgehört, ich habe beim WTR eigentlich jetzt diese, kann man schon sagen, die ganze Zeit da eigentlich doch Pause gemacht. Das heißt, dieses andere Element ist dann nicht mehr da und das andere, was dann noch möglich gewesen wäre, um von Datum zu Datum manchmal sich so ein bisschen zu hangeln, war dann Rudelgucken zu Rudelgucken. Ja, oder Wrestling-Event zu Wrestling-Event oder was auch immer. Und all das ist halt nicht da. Ich überlege, dass das letzte Rudelgucken der Rumble 2019 war. Nee, 2020, ne? 2020. Rumble 2020. Rumble 2020 war der letzte. Das ist schon weird. Also, sonst habe ich halt manchmal auch so zu diesen B-Pay-Per-Views, wie jetzt WrestleMania Backlash, was das nächste ist, haben wir auch schon im Rudelgucken gemacht. Da waren bis zwei Leute hier oder einer oder was auch immer. Und das ist halt schon etwas, was mir dann ganz schön fehlt. Also, das merke ich auch, dass das irgendwie, das ist so anders. Ne? Also, das ist wirklich einschneidend dann, wenn von relativ regelmäßig, sagen wir mal, maximal alle 3 Monate Pause, und jetzt hast du halt schon knapp anderthalb Jahre Pause. Also, ja. Das schleift so ein bisschen und zählt an den Nerven. Was halt absurd ist, weißt du, wir haben jetzt für letztes Jahr zum Beispiel unglaublich viele Konzertkarten gekauft gehabt. Und dann hast du halt eben gesehen, so, ja, verschiebt sich hier um 4 Wochen, da nochmal um ein halbes Jahr. Und der Stapel an Karten ist irgendwie nicht wirklich kleiner geworden. Ja, inzwischen gehen sie auf 2022 größtenteils, ne? Dann, naja, das ist schon heftig, ja. Ich hatte auch, ich wollte hier in Neubrandenburg zu so einem Live-Hörspiel. Das ist halt auch erstmal ins Unbekannte verschoben worden, ne? Also. Oh, ich will da gar nicht anfangen. Also, ich glaube, ich bin schon der wahrscheinlich, den das insofern mit Abstand die meisten getroffen hat, jetzt nicht gesundheitlich oder so, sondern der halt einen ganz anderen Plan hatte
Also so hört sich's zumindest für mich an. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch hier wäre, wo ich wäre, was ich machen würde. Auf jeden Fall würde ich nicht versuchen, noch irgendwelche Unikurse zu belegen und auf Teufel komm raus, das alles so ein bisschen rauszuzögern und nebenbei bei der Post arbeiten, um Geld zu verdienen. Also keine Ahnung. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Ich versuche da gar nicht so drüber, also das ist jetzt echt so, weil sobald wie jetzt, wenn ich es mir gerade bewusst mache, dann macht es mich irgendwie nur traurig. Drum versuche ich das einfach auszublenden und denke so nach vorne und sage mir, okay, jetzt ist es bald, ja, geschafft ist auch das falsche Wort, aber es wird hoffentlich zumindest besser. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Dieses, wenn man sich damit befasst, dann wird es nicht besser. Ist halt auch, ne? Also deswegen versuche ich halt auch, um solche Themen und Diskussionen größtenteils rumzugehen und lenke mich halt ab. Und es ist halt mittlerweile auch so, dass es bei mir so ein Punkt erreicht ist, wo ich sage, ich glaube teilweise, wenn man mir so zuhört, was ich so sage, besonders wenn ich wieder sauer bin, könnte man meinen, ich bin der größte Querdenker der Welt, was ich auf jeden Fall nicht bin. Aber ich bin halt mittlerweile bei ganz vielen Dingen auch nicht mehr so d'accord, wie sie laufen. Und das macht es irgendwie alles auch noch schwerer. Also ich sage jetzt mal, für mich zum Beispiel Thema Ausgangssperre, Thema jetzt diese Gleichstellung von Geimpften und Getesteten, was ich halt Wahnsinn finde, weil ich halt gar keine Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen oder zumindest keine, die nicht einen Graubereich betrifft und lauter solche Sachen, wo ich einfach nicht mehr drüber nachdenken will und man hat 100.000 wissenschaftliche Studien, die 100.000 verschiedene Dinge sagen und wahrscheinlich gibt es zu jeder Theorie, findest du die passenden Studien und es ist ein endlos langes Thema und, das wollte ich noch abschließend dazu sagen, man hat halt das Gefühl auch schon komplett tot geredet. Jeder Mensch auf der Welt hat jetzt schon gefühlt 20 Mal was zum Thema Corona gesagt. Mhm. Und einfach nur noch weg. Einfach nur noch vorbei sein. Ja, absolut. Dieses, was bei mir noch zusätzlich dazu kommt, dass ich mich dann, oder dass ich gut darin bin, mich über Menschen zu ärgern. Also, wenn irgendwie etwas passiert, was dann oftmals auch bis in die Medien kommt oder so, dann frage ich mich einfach, dann passt dieses Route, dieser Route-Comic. Das ist ja so ein absoluter Klassiker. Der Mann steht im Bad, rasiert sich und hat nebenher Radio an und die Nachrichten, alle verrückt geworden. Und das Wetter, ja? Und genau so ist das. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle so ein bisschen die Hemmschwelle weggepackt haben und keine Ahnung, die Anständigen ziehen sich noch mehr zurück und die ganzen Idioten und Chaoten ergreifen das Wort. Das macht Kopfschmerzen. Ich habe aber das Gefühl, dass was sind die Idioten? Das ist so ein schwieriges Thema, weißt du, jeder, der jetzt den Podcast hört, hat halt auch wieder seine eigene Meinung zu, wer ist Idiot und wer nicht. Aber ich glaube, gerade das Gefühl zu haben, dadurch, dass die Situation sich ja augenscheinlich ist, bewegt sich zumindest was, erstickt irgendwie auch jetzt viel. Oder das meine ganz große Hoffnung ist, dass wir in 2 Monaten da hocken und sagen so, ach Mensch, jetzt ist ja also so... Weil ein Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier und ich glaube, es geht ganz schnell, dass wir uns schon gar nicht mehr vorstellen können, wie es im Winter war. So. Ja, hoffentlich. Ja, absolut. Ja, also, dass man dann so ein bisschen das belächeln kann irgendwie, ne, die Situation, in der wir aktuell noch stecken. Ja. Machst irgendwann so ein T-Shirt, I was there oder sowas. wird daraus noch irgendwie so ein Running Gag. Wäre halt sehr schön, aber sind wir noch ein bisschen von entfernt, ne? Ich habe so ein kleines Übergangsthema zu mir, hat es halt Wrestling extrem kaputt gemacht. Also ich habe auch. Fans fehlen. Ja, brutal. Ja. Also wer mich kennt seit Anbeginn der Zeit, seit Beginn des WTRs, ihr kennt mich schon ganz lange eigentlich. Ich habe fast so meine halbe Pubertät noch mitgemacht. Leo war da, als the best wrestler of the last 20.000 years das erste Mal groß wurde, Kenny Omega. Aber es ist wirklich so, dass für mich, mir hat, also, boah, es war für mich nicht mehr das Gleiche und ich muss auch echt sagen, ich habe so wenig Wrestling in den letzten Monaten geschaut wie noch nie und ich weiß nicht, mir hat es enorm gefehlt. Und ich freue mich drauf, wenn es wieder mal so. Ich fand es bei WrestleMania, fand ich es halt einfach nur crazy irgendwie, so viele Leute zu sehen. Das war so was. Aber ja, ich bin schon. Auch schon, ne? Ja, stimmt. Aber ich bin schon ein Fan-Typ. Also, das habe ich da brutal gemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ja, wollt ihr auch, also Wrestling-Thema können wir ja, ich meine, es ist ein Wrestling-Podcast, ne? Ein bisschen Wrestling sollte ja schon noch mit rein. Jan, du guckst ja nach wie vor. Jojo. Hast du dich daran gewöhnt, dass da keine Fans sind? Ich habe, also gerade, also, wo ich es am ehesten merke oder wo es mir fehlt, ist bei Impact und bei Ring of Honor, wenn ich mal reingucke. Mhm. Weil da halt Performance-Center-mäßig das abläuft. Halt komplett ohne alles. Aber wobei es ja bei Impact jetzt halt Sounds einspielen. Ja. Ja. Aber fühlt auch sehr kleiner Raum, ne? In dem sie sich da befinden. Und es halt so komisch, dass es, ja, die Atmosphäre ist noch anders als bei anderen Ligen. Und seit dem Thunderdome, ganz ehrlich, da merkst du teilweise, also zumindest wenn du dich nicht bewusst drauf konzentrierst, merkst du keinen Unterschied. Also wenn da die Reaktionen eingespielt werden, ganz ehrlich, oft wunderst du dich eher, dass da jetzt so viele Reaktionen kommen. Ja, ja, aber ich teilweise halt zu vorher. Aber das nervt mich da schon, dass ja da nur die Reaktionen sind, die sie wollen. Ja, und es klingt alles gleich. Das sind ja alles, die wiederholen sich ja. Also wer ein bisschen wer halbwegs gutes Ohr hat, hört ja, dass das immer dieselben Einspieler sind. Also, ja, ich verstehe es, aber... Ja, bei mir ist es ja eh so, auch die Kommentatoren oder sowas, das wird so bewusst wahrnehmen, tue ich häufig auch Kommentatoren nicht. Das ist denn alles so dieses Hintergrundrauschen, während ich mich halt das halt angucke, wenn dann hinterher dann irgendwo steht, ja, hier der und der hat da was Dummes gesagt und sowas, muss ich mir die Stelle erstmal angucken, weil ich es eh nicht mitgekriegt habe. Ich habe es zwar vielleicht gehört, aber nicht mal wahrgenommen. Ja, und die Fähigkeit hätte ich gern. Auch für beim Fußball wäre das enorm wichtig manchmal. Also dadurch ist gerade bei WWE ist halt für mich überhaupt kein Problem. Gut, solange ich New Japan dann geguckt habe, waren ja dann auch irgendwann dann immer ein paar drin. Da war es ja eh immer eine andere Stimmung in Japan. Da merke ich es auch, jetzt habe ich ab und zu mal... hat man vielleicht mitgekriegt, New Japan erstmal so, ja komm, macht mal. Vielleicht habe ich irgendwann wieder Bock drauf. Und habe jetzt ein bisschen mal bei den anderen Dingen, also im Moment halt DDT Universe mit DDT Noah und so, da gibt es halt auch immer mal so Shows. Jetzt hatte ich irgendwo, da ist immer nur wohl ein Match von Tokyo Joshi Pro, wo halt auch so gefühlt ist, der Ring nimmt so 80-90% des Raumes ein. Ja, da merkst du es halt, wie gesagt, wie bei Ring of Honor und so, wenn denn da halt gar nichts ist und sonst sozusagen Stille herrscht neben den Leuten, dann ist es immer so ein bisschen komisch, aber bei Ring of Honor finde ich es in einem einzigen Aspekt gut, dass da keine Fans sind, und das sind die Promos. Die wirken irgendwie viel besser, als wenn sie vor Publikum gewesen wären. Das hat irgendwer gesagt, mal hat irgendwer gesagt? Irgendwer von WWE hat auch irgendwo sowas mal gesagt in dem Interview, dass sie jetzt halt einfach ihre Promos halt halten können und nicht so nach jedem Satz so sozusagen die Reaktion erstmal vom Publikum und wenn dann da wieder einer zwischen grölt oder sowas. Das haben wir im Build-Up zu letztem Jahr WrestleMania gesagt, am Beispiel Kevin Owens gegen Seth Rollins. Dass die Promo-Arbeit der beiden so gut war, dass jeweils der eine konnte hier sein, der andere konnte Face sein und es wurde die Promo nicht unterbrochen. Das haben wir letztes Jahr Höhe WrestleMania gesagt, wenn du das meinst. Ja, und irgendeiner von, also ein WWE-Wrestlerin, hatte das halt auch, ja, lass es mal jetzt einen Monat sein, irgendwo mal in einem Interview auch mal so gesagt, dass halt das durchaus auch angenehmer macht oder einfacher bei den Promos, weil man halt nicht im Zweifel irgendwelche Zwischenrufe hat, im Zweifel halt auch unpassende Dumme. Ja. Und halt, ne, so also das Klassische, jetzt schreit halt keiner what. Ja, aber auch dieses, was Leo wiederum fehlt, ist dann zum Beispiel dieses what-Rufen, damit der Wrestler auch mal gezwungen ist, irgendwie auf etwas zu reagieren und nicht halt stumpf seinen Plan darunter fährt. Das ist halt beides sein Für und Wider. Das Für ist, das Wrestling wird so gezeigt, wie es sich irgendjemand ausgedacht hat. Also die Rollen sind klar bestimmt und es wird nicht irgendwie on the fly was geändert, weil eine Reaktion so und so ausgefallen ist, sondern es wird auch mal ein Plan wieder durchgezogen, den man hat, auch über mehrere Zeit. Und das Gegenbeispiel oder das Kontra dann entsprechend ist halt ganz klar, dass der Wrestler nicht mehr gezwungen ist, auf irgendetwas zu reagieren, was im Affekt, im Moment oder wo auch immer passiert.
Das hast du very good zusammengefasst, Matze. Ja, danke. Aber so ist es ja letztendlich. Viel mehr dazwischen ist es dann nicht. Ne? Also dann ist ganz klar, man kann dafür oder dagegen sein und das ist dann wieder etwas, was dann vom ganz persönlichen Gusto abhängt. Ob man sich darauf einlassen kann oder ob man sich gar nicht darauf einlassen will. Weil einem das einfach dann, und dafür gibt es auch wieder genug Möglichkeiten, guckst halt Idols Wrestling zum Beispiel, was ich zum Beispiel jetzt im Moment relativ viel mache. Sven, wie ist bei dir mit Catchen jetzt aktuell? Ja, ich glaube, ich habe mein Verhalten da auch da nicht wirklich verändert, weil ich jetzt auch schon im Jahr vorher sehr viel Cherry-Picking betrieben habe und genau so mache ich halt weiter. Ne? Also das, was ich halt noch am häufigsten verfolge, ist New Japan, aber auch da schon lange nicht mal jede Show. Einfach auch deswegen, weil, das habe ich glaube ich im letzten Roundtable auch schon versucht zu erklären, aufgrund der Zuschauerbeschränkungen in Japan aktuell eben sehr viele Cards gebuckt werden, die fast 1:1 identisch sind. Also mit minimalen Veränderungen von Show zu Show. Gefühlt jeden Tag bist du in der Currican Hall. Die Zuschauerzahlen sinken da dann halt auch entsprechend. Sind, glaube ich, aktuell so niedrig wie schon ewig nicht mehr. Aber irgendwo muss man ja versuchen zu kompensieren, dass man eben nicht mehr Zuschauer reinholt, indem man eben viele Zuschauer auf viele Shows verteilt. Auch mit Social Distancing und so. Da geht dann natürlich auch für den Zuschauer jetzt hier am Bildschirm der Charme verloren, wenn du halt gefühlt jeden Tag die gleiche Karte präsentiert bekommst. Und insofern ist das eben das, was ich noch am meisten gucke. Ja, New Japan findet statt mit Zuschauern aktuell, mit Bestimmungen, dass eben nur geklatscht werden darf, nicht gerufen oder sonst irgendwie was. Und dann halt hier und da mal so eine Impact-Show mit mittlerweile eingespielten Geräuschen, was ich total skurril finde, weil das Timing einfach oft völlig daneben ist. Schönen Gruß an die Hall of Fame nochmal. Oder aber Ring of Honor hat hier und da mal ein kleines Showchen, was ja komplett ohne Zuschauer stattfindet. Und da finde ich es tatsächlich am wenigsten störend, ein Ring of Honor-Produkt. Gerade jetzt, wenn man jetzt eben seit letztem Jahr diese Pure Division wieder eingeführt hat und sich wirklich auf Pure Wrestling beschränkt, finde ich tatsächlich es charmant, dass da keine Zuschauer dabei sind, die das Ganze irgendwie mit Boring oder sonst irgendwas bechanten könnten. Was sie wahrscheinlich eh nicht machen würden, aber was möglich wäre. Was möglich wäre, natürlich. Und ich meine, du hast natürlich einen ganz validen Punkt. In dem keine Zuschauer da sind, hast du halt einen Unsicherheitsfaktor in der Show weniger. Ja. Und kannst eben deinen Stiefel so bucken, wie du es haben möchtest. Und vielleicht damit tatsächlich auch den Leuten mal zeigen, guck mal, was wir da machen, ist gar nicht so doof. Ja, lasst uns mal machen, gebt uns ein bisschen Zeit, bewertet nicht immer sofort. Aber kam der Effekt, findet ihr? Also ihr guckt ja noch deutlich mehr. Also jetzt kam der Effekt für euch, dass ihr sagt, so Mensch, ja, das ist jetzt aber, das sind ja raffinierte Dinge. Also ich möchte einfach mal Impact ganz stark loben an der Stelle. Ja, Impact hat ja auch schon vor Zuschauern immer mal wieder Stories oder Fäden am Laufen gehabt, wo du denkst, okay, das kann sich auch echt nur Impact erlauben. Ja, also hier sowas wie Broken Matt Hardy und hier die ganzen Final Deletion Dinger und sowas. Ne? Also die haben ja im Endeffekt die ganzen Cinematic Matches schon ausprobiert, bevor sie jetzt hier letztes Jahr richtig heißer Scheiß geworden sind. Und gerade jetzt bei Impact hat man letztes Jahr so viele Sachen einfach mal an die Wand geworfen, wo ich mir gedacht habe, ey, das kannst du auch echt nur bringen, wenn du keine Zuschauer in der Halle hast und eine getapte Show anbietest. Ja? Dass du da auf der Bühne eine Sue Jung und eine Susie gleichzeitig präsentierst. Ja? Dass eine dieselbe Person ist, mit zwei unterschiedlichen Gimmicks. Ja, das ist halt schön zusammengeschnitten. Das würde halt mit Live-Publikum nicht funktionieren, weil irgendein Depp immer im Publikum sagt, das ist ja voll scheiße. Boring. Bullshit.
Ja, ja, aber letztendlich ist es also Paradebeispiel dafür, also ist, also bei Impact wäre dann das, oder auch zum Beispiel Wrestle House, dieses ganze Ding, was sich daraus entwickelt hat, ne? Und bei Raw ist es dann wahrscheinlich am ehesten alles das um Alexa Bliss, dass man solche Dinger dann präsentieren kann, wo sie dann, ja, keine Ahnung, wie jetzt bei WrestleMania halt dann, dass die Augen dann so runterbatschen oder so, ne? Es ist aber dieser Switch, der dann immer passiert ist, der beim Rumble auch gemacht werden sollte und dann ja nicht durchgezogen wurde, weil es rausgeworfen wurde und so. Aber so, mit so einem Ding kannst du ja dann spielen, weil du die Kameraarbeit ja selbst bestimmen kannst und dann mehr dieses Entertainment-Element mit einbeziehen kannst. Ja? Während dann Ligen wie vor allem Ring of Honor dann eben mehr aufs Wrestling gehen oder eben auf stilsichere Promos, die dann etwas vorantreiben. Hat alles wieder... ja, auch hier wieder, muss man sagen, sein Für und Wider. Denn es gibt natürlich genug Leute, denen das dann gefällt, dass bestimmte Wrestler einfach mal wieder machen dürfen, was sie wollen. Oder eben auch, dass bestimmten Elementen Zeit gegeben wird, dass sie reifen können, dass sie, lasst uns mal machen, wir haben da schon eine Idee. Und nicht, weil Publikum in Folge irgendwie bei Montag, Montag, Montag dreimal in Folge so und so reagiert hat, wurde dann eine Story gescrapped und ist was ganz anderes raus geworden. Das hat Corona dann definitiv per positiv. Glaube ich zumindest. Also, ja, doch, irgendwie schon. Aber es ist schwierig, da richtig zu bewerten, weil wir wissen ja sowieso nicht immer zu 100%, wurde das gescrapped, weil XY oder wäre es sowieso so gekommen? Ja, das auch nochmal hinterher. Weil das wissen wir ja letztendlich auch nicht so genau. Ja, ich habe es ja letztes Jahr auch schon gesagt, ich bin der Meinung, dass da einfach jetzt auch mal Kreativität gefordert war und man eben nicht Stiefel XY fahren konnte und einfach mal auch von Schema F abweichen musste, einfach weil die Umstände so waren, wie sie waren. Ja, und sei es nur, dass eben irgendwelche Aktiven nicht zur Verfügung stehen, aus irgendwelchen Gründen, gesundheitlich oder Reisebeschränkungen oder sonst irgendwas, dass du deswegen einfach dir mal überlegen musst, okay, was machen wir jetzt aus der Situation? Ja, dass du einfach mal aus deinem gewohnten Trott rauskommst als Booker und Writer. Und dass da vielleicht auch die Wrestler einfach mal ein bisschen mehr sich einbringen konnten teilweise. Das ist halt was ich letztes Jahr schon positiv bewertet habe und das sehe ich auch immer noch so. Noch ein Paradebeispiel wäre für mich dann die diesjährige WrestleMania und zwar die erste halbe Stunde von Tag 1. Wie gut Wrestler Promos halten können, wenn sie kein Skript vor sich haben. Ja, da war ja eigentlich alle, die da geredet haben, von Braun Strowman über Lashley, über McIntyre, über Shane McMahon, über Kevin Owens, über Seth Rollins, der war noch mit dabei, Miz. Richtig? Das waren die, glaube ich, die da eingesetzt wurden. Waren alle saustark, diese Promos, die on the fly gehalten wurden, um die Zeit zu kompensieren, weil dort eine Regenpause war. Das war alles richtig, richtig gut. Das war charaktersicher, also in ihrem jeweiligen, in ihrer Persona on Television und trotzdem dieses Element mit einbezogen, dass da gerade eine Pause ist, ich muss das überbrücken, am besten so lange reden wie möglich und trotzdem am Ende eine gute Promo halten, wo eigentlich alle durch die Bank weg und da würde ich jetzt sogar selbst einen Braun Strowman, von dem ich das nicht unbedingt erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich eingestehen, hat eine starke Promo gehalten. Und das sind dann Dinge, da freue ich mich dann drüber, dass die das können und hoffentlich irgendjemand Backstage realisiert, okay, wir können ihnen auch mal so ein bisschen mehr freie Hand geben. Was man ja eigentlich letztes Jahr pre-WrestleMania gemacht hat. Ja, da wurden ja die Promos so ein bisschen mit persönlichem Gusto und nicht Gusto, persönlichem, wie sagt man denn, so, sich selbst einbringen. Gemacht. Ja, ob jetzt bei Kevin Owens oder bei Seth Rollins oder bei New Day oder auch Miz und Morrison, das sind ja alles so Promos gewesen, pre-WrestleMania, die mehr oder weniger on the fly entstanden sind. Und das merkt man dann auch irgendwie, dass irgendwas ist anders an diesen Promos und wenn man drüber nachdenkt, versteht man, ach, das ist das. Und das funktioniert und das ist richtig gut dann sogar. Aber ja, WWE traut sich das nicht unbedingt, auch in dieser Zeit nicht, aber andere Ligen trauen sich das schon. Und werden dafür belohnt. Und das finde ich gut. Also, wie gesagt, bei mir vor allem ist, was diese Promo-Arbeit betrifft, ist Ring of Honor ganz vorne an. Ja, also was die jetzt aktuell in Promo-Arbeit machen, sowohl Dinge, die im Ring passieren, als auch Dinge, die Backstage aufgezeichnet wurden, vor einem Greenscreen oder die
in irgendeiner Umgebung, wie zum Beispiel die Briscoe Farm, dargestellt werden. Alle diese Promos sind richtig, richtig gut. Und ich weiß nicht, ob ich das auch sagen würde, wenn Ring of Honor normal Television machen würde. Ja, also das ist definitiv etwas, was positiv auffällt. Obwohl mir bei Impact die Promos mitunter nicht so wirklich gut gefallen. Das Wrestling ist gut und die Storys sind auch gut. Die Promos finde ich oftmals nichtssagend und belanglos. Ja, aber das ist dann auch wieder ja, meine ganz persönliche Meinung auf die Situation. Gucken wir, also Leo guckt gar kein Wrestling im Moment, ja? Oder nur wenig? Wenig, wenig. Wenig. Eigentlich immer, also ich lese alles eigentlich oder viel und gucken ganz wenig. Okay, ich habe nach wie vor, das habe ich ja irgendwie antrainiert, sage ich mal, so vor 2, 3 Jahren oder so. Das habe ich immer noch, dass ich versuche live zu gucken, also Raw und SmackDown live gucken. Und dann immer so in Marathon-ähnlichen Dingern, dass ich dann 4, 5 Shows direkt nacheinander gucke, wenn ich mal wieder einen Tag zwischendurch frei habe. Das habe ich auch weiterhin so. Deswegen bin ich auch bei den meisten Ligen nicht wirklich aktuell, aber insgesamt gesehen wahrscheinlich von allen Ligen dann doch, dass ich zufrieden bin von der Aktualität. Also, ja. Man könnte mehr gucken. Ja, also bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sogar auch so ähnlich wie Leo das vorhin eingangs gesagt hatte, dass man so wenig Wrestling guckt, wie lange nicht mehr. Das relativiert sich an den Tagen, wo man dann so viel guckt bei mir. Aber so grundsätzlich können auch mal 3 Wochen vorbeigehen, dass ich gar nichts gesehen habe. Und das tut mir auch gar nicht so schlecht. Das kann Jan nicht passieren. Er lacht und nickt. Ich wollte Jan einfach mal nur ins Spiel bringen. So, Jan hat so lange nichts gesagt. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein guter Moment. Ja, Raw, SmackDown und NXT ist eh jede Woche dabei. Also. Aber guckst du das dann wirklich, dass du sagst, okay, ich an und ich hocke mich davor und schau? Oder ist es so, ich habe 3 Bildschirme, mach das an einem an und ja, guck mal da, guck aufs Handy, mach das. So, wie ist das bei dir? Oder guckst du es wirklich so völlig konzentriert? Kommt auf die Show drauf an. Okay. Also bei kommt drauf an, antwortet. Mist. Ja, bei Raw ist es halt am schwierigsten schon alleine, weil du halt immer die Werbeunterbrechung hast. Ja. Da ist dann halt eh, dass du dann so gefühlt alle 3 Minuten entweder hast du dann halt ein paar Minuten Werbung, wo du mal kurz aufs Handy guckst oder noch irgendwas nebenbei machst oder halt du bist dann halt immer die Werbung am Vorspulen, weil ich es halt auch nicht live gucke. Ist dann halt immer mal so, dass du dann denkst, ja gut, jetzt bist du eh am Spulen. Naja, komm, das nächste Nia Jax-Match brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Und so geht's mir ganz viel, dass ich so, also ich muss sagen, selbst bei WrestleMania war es bei mir so, dass ich mir bei manchen, das ist natürlich auch immer dieses Schicksal, wenn man dann raus ist. Auf der einen Seite hat man dann manche Sachen, wo man sich so denkt, wow. Also ich war zum Beispiel echt sau überrascht von Apollo Crews. War ich so, what the fuck, das letzte Mal, wie ich den gesehen habe, war der irgendwie noch anders. Aber da ist auch ganz oft, dass ich mir dann so denke, okay, jetzt weiß ich, in den nächsten 2, 3 Minuten liegen sie halt auf dem Boden, okay. Dann macht er das, dann macht er das, ja gut, in den nächsten 10 Minuten. Und das hatte ich früher irgendwie nicht so. Und ich weiß nicht, ob sich da einfach, ich also nur mal zum Ding, ich schaue auch keinen Fußball mehr. Also ich habe meinen Fußballkonsum wirklich früher, vor 10 Jahren wäre ich gestorben, wenn ich ein Bayern-Spiel verpasst habe. Ich schaue keinen Fußball mehr. Ich bin erstens kein Bock mehr auf den Zirkus. Also ich bin wirklich, Fußball hat es für mich in der Corona-Pandemie, da ist so für mich jetzt so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, die können mich mal. Aber ich kann auch kein Fußballspiel mehr 90 Minuten gucken. Ich denke mir da, fuck, ist es langweilig. Und so ähnlich ist es halt bei Wrestling auch, wenn ich dann halt so die Option habe, okay, gehe ich jetzt mit, keine Ahnung, Freunden Spikeball spielen raus, ein Eis essen oder so. Oder gucke ich mir halt zum 28. Mal an. Das ist echt, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber dieser, was ja auch wir in den Jahren schon so oft beschrieben haben und was der Sven eigentlich ganz cool gesagt hat, dass dieses Cherry-Picking immer mehr kommt, das ist schon so extrem so, bloß das Problem ist, wenn du dann mal raus bist, dann wie Matze dann kommst du gar nicht mehr so rein, weil du ja gar nicht mehr so drin bist und ja, und so hat sich das bei mir irgendwie so ein bisschen dahin jetzt entwickelt, dass ich bei ganz vielen Dingen mir so denke, na,
Vielleicht erwarte ich dann auch zu viel. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Themen angeschnitten, das tut mir leid. Aber ich wollte gerade sagen, da ist sehr viel drin gewesen, ne? Okay. Ja, ja. Ich glaube aber, wenn du jetzt über Cherrypicking irgendwas findest, was dir gefällt, dann bist du vermutlich auch eher bereit, dort dann die Zeit rein zu investieren und gegebenenfalls noch ein bisschen aufzuholen. Also es, punktuell. Ich gucke jede Woche, was bei Apollo Crews passiert. Und ich verfolge natürlich MVP for life. Aber das stimmt, ja. Aber so insgesamt ist es halt nicht mehr so wie früher. Weiß nicht. Aber es geht mir bei vielem so. Das habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, auch erst irgendwo mit irgendjemandem besprochen, wie gehypt ich damals war, als Kaisen hat, ja, es wird ein WWE-Network kommen und da kannst du die ganze Zeit WWE gucken. Und jetzt immer so, ey, ich habe seit einem Jahr mein Abo gekündigt. Wie kann man nur so viel Wrestling gucken wollen? Ja, also, was stimmt denn nicht mit dir? Ich erinnere mich immer zwischendurch daran, dass ich seit The Voice vs. Brain und auch eine ganze Zeit lang noch im WTR immer wieder gefragt wurde, wie machst du das nur? Wie guckst du so viel? Ja. Und inzwischen befinde ich mich in der Position, dass ich jemanden, Beispiel Philly, fragen würde ernsthaft, wie schaffst du das, zu arbeiten und trotzdem so viel Wrestling zu gucken? Bei mir haben sich die Prioritäten so sehr verlagert, dass ich nie aufhören werde mit Wrestling gucken. Das funktioniert einfach nicht. Das ist zu sehr Teil meines Lebens. Aber dass ich schlichtweg nicht mehr die Muße habe, mich hinzusetzen, 3-4 Shows am Stück wirklich up-to-date zu gucken. Dass ich versuche, dienstags Raw geguckt zu haben. Oder jetzt entsprechend samstags dann SmackDown. Oder je nachdem, welche Tage dann immer die Folgetage für uns ins Land sind, wo die Shows liefen. Inzwischen ist mir das relativ egal. Wenn ich eine Show verpasse, lese ich mir die Ergebnisse online durch und gucke die Show dann, wenn es mir passt. On Demand, wo auch immer. Und dafür ist das Netzwerk halt gut, weil wenn du auf diese 4 Wochen Pause verzichten kannst, wenn du es nicht live guckst auf The Zone, dann ist mir das relativ egal, ob ich das mit 4 Wochen Verzögerung gucke. Ich gucke es ja irgendwann. Und ich skippe nach wie vor nicht. Also ich gucke dann auch die Werbung und alles immer wieder zum 30. Mal mit. Alles. Das hat sich nicht geändert. Aber das wie und vor allem wann ich gucke, das hat sich sehr geändert. Dass ich nicht mehr so diesen Hieper habe, okay, ich muss unbedingt wissen, was passiert ist, habe ich nicht mehr. Es reicht manchmal auch irgendwie, wenn ich in den Ergebnissen irgendwas lese, dass mich dann, wo ich dann sage, okay, das gefällt mir richtig gut, dann gucke ich mir auf YouTube, weil es wahrscheinlich in der hohen Wahrscheinlichkeit genau zu dieser Sache, weil es eben gut war, auf YouTube einen Clip geben wird von der WWE. Und dann habe ich das gesehen, was ich sehen wollte, und dann ist gut, den Rest gucke ich dann, wenn es mir passt. Und da bin ich leichter zufriedenzustellen als früher. So ist, glaube ich, richtig gesagt. Ja, also auch ein bisschen eine Evolution des Wrestling-Guckens dann bei mir. Weil ich früher, ich konnte das ja gar nicht erklären. Ja, da waren einfach die Priorität, war Wrestling und fertig. Ich wollte das alles gucken, ich habe das alles geguckt, ich versuche das dann über Tape-Trading, was auch immer, oder inzwischen heißt ja nicht mehr Tape-Trading, ne? Aber ihr wisst ja, was ich meine. Man versucht dann irgendwie zu tauschen, dass man allen möglichen Zeug rankommt. Und heutzutage sage ich mir, ja, und wenn ich das mit 6 oder 8 Wochen Verzögerung gucke und manchmal auch mit einem Jahr Verzögerung, habe ich trotzdem. Ich gucke es halt dann, wenn es mir passt. Wenn ich Bock drauf habe. Ich habe nie gehört. Tape-Trading. Hast du noch nie gehört? Dann hast du die letzten 9 Jahre dem Matze nicht zugehört. Wollte ich gerade sagen, ja. Tape-Trading. So gut wie jeder Time Machine auch erwähnt, dass er das und das vom Tape Trading noch kennt. Das heißt ja auch tatsächlich immer noch Tape Trading, auch wenn es ja keine Tapes mehr sind, die getradet werden, aber das Wrestling untereinander austauschen heißt nach wie vor Tape Trading. Ja. Naja. Ist das noch so, dass man sagt? Ja. Mach ich auch immer. Aber nicht mehr in der vollen, im vollen Umfang, wie ich es damals gemacht habe. Ja. Gut, Jan. Ich habe noch eine Frage. Jan besoffen? Weil er sich gar nicht meldet, so. Ich mache mir echt Sorgen. Meine Flasche ist zwar alle, aber ich merke davon nichts. Wie viel war da drin? Ich glaube, ist das eine 0,3er? Ja, 3,3. Ach so, okay. Mein Gott, 4,5%, das ist also. Das sind. Das wollte ich gerade sagen, wenn Billy, aber es ist der Leo. Naja.
Außer ein bisschen Bart ist da auch kein großer Unterschied. Ja, hast du beide mit einem Zug beleidigt, das ist auch gut. Ja, das kann ich halt immer noch, ne? Ich habe noch eine Frage, ich würde mich ganz kurz mal ausklinken, weil ich an einen stillen Ort muss. Ich würde gerne von euch wissen, also als letzte Wrestling-Frage, bevor wir auf was anderes eingehen können und so, wer von euch ein Gewinner der Corona-Phase im Wrestling-Bereich ist? Ja, weil es gibt halt, also von mir aus auch noch Verlierer mit dazu, denn ich finde immer, dass eine besondere Situation von außen das gesehene Produkt innen halt verändert. Und bei so einer Veränderung, die jetzt inzwischen seit mehr oder weniger anderthalb Jahren läuft, muss es Gewinner und Verlierer geben. Und da könnt ihr jetzt mal ein bisschen drüber diskutieren und ich bin gleich wieder da. Ja, ist super einfach, oder? MVP. MVP. Definitiv. War ja eigentlich nur für den Rumble-Spot, aber dann hat halt Situation genutzt und ist mittlerweile seitdem fest mit bei. Also erst definitiv ein Gewinner. Ob es jetzt halt ohne Corona nicht auch passiert wäre, weiß man nicht. Das stimmt, ja. Dann sage ich dir mal einen, der noch ein größerer Gewinner wäre. Nach der Logik. Drew McIntyre und Lashley. Roman Reigns. Ja, der natürlich auch. Weil ja. Der also, jetzt eben genau die Reaktionen eben durch die nicht vorhandenen Fans stimmt. bekommt, die sie ja. haben wollen. Weil ich bin mir relativ sicher, dass wenn jetzt Fans im Publikum wären, dann wäre der Typ seit Wochen und Monaten wieder der bejubelte, geile Typ, der eigentlich gar nicht sein soll. Ja. Da hast du nicht Unrecht und jetzt finden es alle richtig geil. Das stimmt, ja. Also die drei, also McIntyre wäre, gehe ich ganz stark davon aus, nie so lange Champion gewesen. Einfach weil, man kennt halt das WWE-Publikum. Spätestens drei Wochen nach dem Titelgewinn, nach dem nächsten Pay-Per-View, bei dem er verteidigt hat, wäre dann Boeing, wäre dann losgegangen. Das kennt man ja leider. Und das wäre mit Sicherheit. Und ich bin mir nicht sicher, ob halt Lashley auch so halt den, ich sag jetzt mal, ruhigen Aufbau gehabt hätte. Der eigentlich auch jetzt über ein Jahr lang sehr stark dargestellt wurde. Das wäre halt alles, glaube ich, nicht so gelaufen für die. Ansonsten Verlierer. Ich wollte jetzt sagen, die New Japan-Fans. Aber gut, das ist jetzt meine subjektive Meinung. Aber Leute, die nach oben gekommen sind, die vielleicht sonst nicht so. Ich finde, ich habe mir das. Ich glaube tatsächlich auch ein Sami Zayn. Mit diesem Verschwörungstheoretiker-Gimmick, ja, was halt doch, ich sag mal, relativ aktuell und zeitgemäß ist. Ne? Also, das kann man schon machen. Das ja, ich meine, natürlich hat Jericho das schon erfunden vor Jahrzehnten, aber wir machen das schon richtig gut. Ja. Also ich finde das Wrestling, also das wollte ich vorher sogar noch so ein bisschen sagen, ich finde so richtig krass verändert hat sich das Wrestling nicht. Also klar, aber da ist ja jetzt auch nicht das Rad neu erfunden worden. Und ich, also wir wären ja, also das ist ja einfach so eine Zeitspanne, dass ja zwangsläufig, wie Matze schon gesagt hat, es Gewinner und Verlierer gibt, ob die halt mit der Corona-Pandemie zusammenhängen oder nicht. Ich finde, Roman Reigns ist echt ein richtig gutes Beispiel, wo man definitiv sagen muss, okay, safe hat er die Corona-Pandemie mit reingespielt. Aber ich finde, das ist so, ich fand auch jetzt, es gab ja auch nicht irgendeine, oder korrigiert mich, aber irgendeine Organisation, wo man jetzt so sagt, wow, das war der absolute Corona-Weg. So, wow, 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 wow. Ich weiß nicht, da möchte ich das jetzt ganz leicht widersprechen an der Stelle tatsächlich. Ja. Weil ich tatsächlich Ring of Honor als solches, als schon auch als Sieger oder als Gewinner in der Corona-Pandemie sehe. Die halt für ein paar Monate wirklich den Laden komplett dicht gemacht haben. Und gesagt haben, wir müssen uns das jetzt erstmal angucken und schauen, wie wir darauf reagieren. Und als dann wieder aufgemacht haben, dann eben ihre Bubble gegründet haben und
im Endeffekt den Wrestlern, die dort angestellt waren, die haben zu jeder Zeit ihr volles Gehalt weitergezahlt bekommen. Die haben eine sichere Arbeitsumgebung bekommen, eben in der Bubble mit Tests und allmöglichen Sicherheitsvorkehrungen und haben sich dann eben, ich sage es einfach mal, produktmäßig ja auf alte Werte besonnen, ja, auch eben mit dieser Pure Division, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und im Endeffekt stehen sie jetzt deutlich besser da als vor 2 Jahren, wo im Endeffekt jeder gesagt hat, komm, Ring of Honor, mach zu, verkauf die Rechte, da können wir deswegen im WWE-Network gucken. Und mittlerweile ist das wieder ein richtig, richtig gutes Produkt geworden, mit steigender Tendenz tatsächlich, aus meiner Sicht. Ja, besonnen auf das, was es eben damals ausgemacht hat. Richtig. Ja. Ich habe weiter gehört, als ihr geredet habt, einer, den ihr als Gewinner genannt habt, sehe ich als Verlierer der Corona-Phase. Sag ich jetzt ja nicht MVP. Nein, ich sag Drew McIntyre. Ist ein bisschen kontrovers, aber ich erkläre es. Drew McIntyre hat wahrscheinlich das geilste Jahr seiner Karriere gehabt. Und dann gewinnt er den Champion-Titel Corona und hat keine Fans in der Halle. Genau, und hat keine Fans in der Halle. Seine zwei größten Momente in seiner Karriere werden historisch gesehen im besten Fall in Erinnerung bleiben, im schlimmsten Fall vergessen. Und was ist daran schuld? Corona. Und deswegen sehe ich leider, auch wenn er, also das ist halt das so ein bisschen, was sich dann beißt, aber er hat das wahrscheinlich geilste Jahr seiner Karriere, aber es sind keine Fans in der Halle, das heißt, man nimmt ihm die ganzen Momente weg und schon ist er dann so eine traurige Randfigur, wie ich finde. Denn er ist der tragende Anker des Raw-Brands und die Fans, also man nimmt ihm die Fans weg. Und woran man, also man hat das auch gemerkt, jetzt bei WrestleMania, ne? Diese Promo, die er gehalten hat vor seinem Match, der war ja fast den Tränen nah. So von wegen, ihr habt mir letztes Jahr, also Rumble-Sieg, ne, hat er ja noch gekriegt, da waren Fans da, gefeiert worden, wie sonst was, frenetisch, blups. Und dann halt, puff, alles weg. Und das hat er ja in der Promo bei WrestleMania auch erwähnt, dass er dann gesagt hat, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, erst nehmt ihr mir die Fans weg und jetzt, wo wir wieder da sind und Fans wieder da sind, dann ist hier irgend so ein komisches Gewitter. Wer will mich eigentlich hier komplett gegen die Wand trollen? Und deswegen sehe ich einen On-Air im Produkt sehr erfolgreichen und sehr präsenten und auch sehr starken und sehr guten Drew McIntyre tatsächlich als den Verlierer der Corona-Phase. Das tut mir unheimlich leid, weil er hat so gute Arbeit geleistet und... Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Level Verlierer finde ich schwierig. Also weil du, das, was du ja jetzt machst, ist ja eher zu sagen, du gehst davon aus, dass er vielleicht noch krasser gewesen wäre. Aber ist es ja schwer zu argumentieren, wenn jemand ein Verlierer ist, wenn er dieses Jahr hatte, das er hatte. Also, weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass er noch krasser hätte sein können, sondern dass er einfach diese großen Momente im Endeffekt hat. Ja, weißt du, es ist immer dieses tolle Klischee. Ja, jeder will zu WrestleMania, er ist im Main Event, er gewinnt beim Main Event einen Titel und dann darf er sich da aufs zweite Seil stellen und rumbrüllen vor Freude und es ist genau niemand da, der ihn bejubelt. Ja, aber er hatte sie. Ja, aber es ist, also wenn du Wrestler fragst und Wrestler machen Dinge für Publikum. Ja, Matze, aber wenn du die Entscheidung hast, du hast es gar nicht oder du hast das. Ja, es ist ja klar, für was du dich entscheidest, weil du willst ja weiter dein Geld verdienen. Aber die Wirkung ist doch trotzdem eine ganz andere. Du bist doch selber einer, der sagt, dir fehlen die Fans, dass dieser Moment noch besser wird. Jetzt stell dir mal vor, der WrestleMania-Moment letztes Jahr, ja, McIntyre gegen Lesnar im Main Event von Tag 2 und McIntyre entthront Brock Lesnar, den sowieso zu dem Zeitpunkt keiner mehr sehen wollte und er ist das neue Aushängeschild der Liga. Was das Publikum in der Arena oder Halle, Stadion, whatever, wie die abgegangen wären. Und jetzt hast du da ja zwei Kameramänner, ein Kommentatorenteam und noch ein bisschen Technik-Crew, die du alle siehst und da ist keiner bei, den du nicht kennst, der dich bejubelt. Und das ist nimmt dir halt jegliches Momentum und den Moment komplett weg.
Und deswegen, ja, ich weiß, Verlierer ist ein doofes Wort in dem Fall, weil man dann am ehesten sagen müsste, es müsste jemand sein, der zum Beispiel entlassen wurde, was ja auch eine ganze Menge sind. Letztes Jahr Entlassungswelle, dieses Jahr auch eine kleine Entlassungswelle wieder. Das sind wahrscheinlich am ehesten Verlierer, obwohl die auch zum größten Teil das ein bisschen positiv gedreht haben durch Corona und was auch immer. Aber deswegen ist für mich tatsächlich Drew McIntyre einer von denen, wo ich, oder der sogar, wo mir das einfach unheimlich leid tut, dass man ihm diese ganzen Momente vor Publikum dann dadurch genommen hat. Und das, weil ich bei McIntyre halt auch sagen würde, jetzt ist es fast noch zu früh, um das bei ihm zu bewerten, weil lass mal halt die nächsten zwei WrestleManias ihn jeweils im Main Event stehen und da die großen Titel gewinnen. Deswegen dachte ich ja, er gewinnt ihn jetzt, damit man ihn dieses Momentum nochmal fühlen lässt. Aber dafür hat halt Lashley jetzt den zu kurz sozusagen und ich glaube, da man hat halt gemerkt, Lashley läuft halt auch ganz gut. Aber wie gesagt, also da würde ich halt abwarten, wenn, ich sag mal, das jetzt der Main Event Run gewesen ist für McIntyre. Dass jetzt halt noch so ein bisschen, ne, so eben Nachflauen vom WrestleMania so ein bisschen ausläuft und der dann irgendwie ein bisschen Midcard rumspielt, irgendwann zu SmackDown gedraftet wird und da dann, muss ich kurz überlegen, ist es der IC oder der US-Titel, IC-Titel, ne? Ja. Mhm. Gewinnt oder in Tag Team gesteckt wird, dann ja. Aber wenn er bei den nächsten beiden WrestleManias jeweils im Main Event steht und da Titel gewinnt, verteidigt, was auch immer, dann sagt dann, würde man, könnte man immer noch sagen, ja, natürlich, der erste große Titel wäre halt schöner gewesen vor Publikum, aber ne. Also. Ja, und auch der Run halt an sich, das war halt, das ist ja wirklich gute Sachen passiert. Ne? Das ist so, wo ich dann immer so das lachende, das weinende Auge habe, das Lachende darüber, dass er endlich da ist, wo er schon länger hingehört hätte. Und das weinende Auge, dass es eben dann so jetzt ganz böse ausgedrückt, keiner sieht. Mit derselben Argumentation würde ich dann auch einen Lashley so halb, der halt auch ein hervorragendes Jahr hatte und für noch mehr als ein Lashley definitiv ein Sheamus. Der halt auch, man hat ihm eigentlich schon mehr oder weniger, ja, der ist schon so gut wie Invalidenrentner. Und naja, irgendwie, der kommt doch nochmal zurück, aber eigentlich wissen wir alle, seine Karriere ist schon rüber, aufgrund der Verletzung. Und hat denn da eigentlich auch eine richtig gute Zeit. Ja, aber es ist dann halt auch immer schwierig bei Leuten, die ihn halt teilweise ganz oben stehen. Ich verstehe zwar die Argumentation, aber ich glaube, dass es dann halt so anstatt 100% sind es dann halt nur 80%. Während es halt bei anderen. Es halt war jetzt kein Daniel Bryan-Moment. Nee. Also so für mich, nee. Da werde ich nie vergessen, wie der Matze da vor diesem Fernseher knien da. Das war für mich, ey, das war Wahnsinn. Das war, wenn nicht der schönste Wrestling-Moment, den ich je hatte. Ey, der war schon Wahnsinn. Aber Leo, du hast vorhin gefragt, was sich am ehesten, ob sich Wrestling verändert hätte oder sowas, ne? Da würde ich schon sagen, dass man das in der Anfangsphase von Corona durchaus erkannt hat. Denn so ein Wrestling-Produkt, wenn es hochpoliert ist oder aufpoliert ist, wie eben bei der WWE, dann arbeitet das grundsätzlich für ein Publikum. Dann ist das eine andere Art von Wrestling, die du siehst, von denselben Wrestlern, wenn sie zum Beispiel bei einer House-Show sind. Das Level, was du jetzt gesehen hast, oftmals, also vor allem im letzten Jahr noch bei Corona, auch so um WrestleMania herum, wo das dann alles noch neu war und es gab noch kein Thunderdome und hast du nicht gesehen, da war Wrestling pure as pure can be. Da war einfach nur Wrestling des Wrestlings wegen, denn du hast ja keinen, für den du es machst eigentlich. Dann machst du Dinge für dich, weil du Wrestling magst. Da wirst du also Aktionen, oder hast du Aktionen gesehen im letzten Jahr, die du jetzt aktuell im Produkt wieder nicht mehr so siehst, weil du wieder weißt, dass du für jemanden arbeitest. Also für ein Publikum und eine bestimmte Reaktion erzielen willst oder. Wenn dann keiner in der Halle ist, ähnlich so wie eben wie bei Impact und wie bei Ring of Honor, dann wird das Wrestling wieder purer. Deswegen auch der Pure-Teil wieder zurück. Ja, also dann ist es wieder so, wie es eigentlich in Anführungsstrichen sein soll, dass du das nicht machst, um die und die Reaktion zu erzielen, sondern weil, keine Ahnung, weil dein Charakter sich so verhalten würde.
weil der das jetzt so machen wird, ob das jetzt jemandem gefällt oder nicht. Und wenn du jetzt auf WWE-Basis gesehen die WrestleMania aus dem letzten Jahr gegen die WrestleMania aus dem diesem Jahr vergleichen würdest, würdest du es, glaube ich, noch viel klarer erkennen, dass im letzten Jahr viel mehr auf Holds, auf Rest-Holds, auf Sauberkeit der Aktionen geachtet wurde und in diesem Jahr wieder mehr auf Reaktionen gezielt wurde. Und das ist, denke ich, schon etwas, was du in der Zeit der Corona sehr gut erkennen kannst, dass es verschiedene Arten von Wrestling gibt und dass Corona einen Anteil daran hat, wie es sich darstellt im Produkt. Wobei ich jetzt auch gerade jetzt in den ganzen Null-Zuschauer-Szenarien das immer sehr skurril fand, wenn ein Wrestler in die Halle kommt und erstmal sein standardmäßiges Posing runterarbeitet, ja, weil es eben zum Charakter gehört, ne? Paradebeispiel war eben letztes Jahr WrestleMania, Nikki Cross kommt rausgestürmt und geht in die Zuschauer rein und keiner ist da. Huch. Ja. Aber das war eben auch einer von den Gedankengängen, die ich dann letztes Jahr hatte, so kurz nachdem der ganze Scheiß eben angefangen hat. Wrestling, so wie wir es bisher kannten, wird es nicht mehr geben, bis auf Weiteres. Ja, weil ja jegliche Interaktion zwischen Aktiven und Fan ja überhaupt nicht mehr gegeben ist. Ja, also weder das Unchanten noch wie mal nach dem Match oder im Match zum Fan gehen und ihm das Bier klauen oder sowas, das geht ja alles nicht mehr. Also so ganz einfache, gerade heelische Taktiken sind halt verloren gegangen. Ich mir denke, okay, du musst dich jetzt irgendwie komplett neu erfinden irgendwo, sowohl als Aktiver im Ring, als auch als derjenige, der den ganzen Schlons schreibt, auch als Fan, der das konsumiert. Weil du ja eine gewisse Erwartungshaltung hast, wie ein Wrestling-Match auszuschauen hat irgendwo, ne? Und das hat sich halt dann doch auch sehr schnell verändert. Und wie gesagt, also ich war letztes Jahr dann deutlich interessierter an der WrestleMania als dieses Jahr. Einfach, weil ich neugierig war, wie machen sie dieses riesengroße Wrestling-Fest vor null Zuschauern? Ja, und dieses Jahr ging mir WrestleMania komplett am Hintern vorbei, habe ich nicht gesehen. Nichts, null. Also noch nicht mal die Entrances, noch nicht mal die Halle mir angeguckt. Hab mich echt nicht gereizt. Also dieser Effekt von wegen, boah, mal gucken, wie das ist, wenn da wieder Fans da sind. Nö. Hab mich null interessiert. Eben, weil mein Fokus halt auch auf New Japan ist, wo halt im Endeffekt auch die ganze Zeit Fans da waren. Und wo ich eben auch im letzten Jahr immer wieder im Podcast gesagt habe, wenn du die Fans richtig emotional an den Eiern packen kannst, dann wirst du auch aus dem japanischen Publikum mal sagen, oh, rauskitzeln, auch wenn sie es gar nicht dürfen. Ja, und die Momente hatten wir im Sommer im G1 diverse Male. Und deswegen war jetzt für mich jetzt auch gar kein ja, wie sagt man jetzt da, Neugierigkeitsfaktor oder sowas für diese WrestleMania jetzt hier gegeben. Ja, interessant, auf jeden Fall. Da fand ich es eben viel spannender eben zu sehen, wie schaut denn so ein, wie ist es, das Undertaker-Match letztes Jahr, Graveyard? Boneyard. Boneyard-Match, genau. Das war cool. Ja, das fand ich brillant. Ich auch. Ich hoffe auch, dass sie das mit der Cinematik, dass sie das so ein bisschen behalten. Ja, und ich meine, es war halt dann doof, dass man dann diese Cinematic-Matches dann bei jeder Show gebracht hat. Ja. Ja, in mehr oder weniger guter Qualität. Ja, dann gab es natürlich dann auch die Versionen, die auch bewusst schlechte Qualität haben sollten. Ja, das Boneyard-Match zum Beispiel, was Carl Anderson und Doc Gallows gegeneinander hatten. Aber es war mal wieder eine frische Komponente, ja. Ich meine, wir hatten so Backstage-Brawls in der Vergangenheit auch schon, ja, mit voraufgezeichneten Elementen, ja. Also ich meine, der Undertaker und Mankind haben sich da schon durch einen Boiler Room Brawl geprügelt, 1996. Ja, das ist jetzt oder Roddy Piper und Goldust. Genau. Bei WrestleMania wegziehen auf dem Auto und wieder zurückkommen und dann erst live wrestlen, ja. Ja, das ist mir auch mehr als 96. Ja. Ja, ich meine, das ist ja nichts Neues, was wir jetzt da neu erfunden haben, aber man hat es halt letztes Jahr, ich nenne es jetzt einfach mal, perfektioniert. Für den Moment, ne? Ich denke, der absolute Höhepunkt war die Stadium Stampede von AEW, die war brillant.
Aber ich glaube, dass man da jetzt das Ganze auch wieder ein bisschen runterfahren wird tatsächlich. Gerade jetzt, wenn wieder mehr Zuschauer in die Halle reinkommen, weil sobald du Zuschauer im Publikum sitzen hast, dann ist es für die halt echt mega ungeil, wenn sie dann eine halbe Stunde auf den Bildschirm gucken müssen. Ja, das stimmt. Ja. Dafür teure Tickets bezahlen. Aber ist ja auch schon, also zumindest bei WWE ist ja schon wieder gehörig weniger geworden. Ja. Was Cinematic betrifft. Ja, ich meine, wenn du jetzt Cinematic einfach unter der Begrifflichkeit siehst, dass es voraufgezeichnet ist, dann ist es nach wie vor immer noch da. Aber großteilig ist es doch eher wieder im Hintergrund. Mhm. Also, ja. Naja. Ja, haben wir doch einen größeren Wrestling-Part hier mit drin gehabt, als ich gedacht habe, weil eigentlich wollte ich bloß diese eine Frage stellen und dann hat sich was daraus entwickelt. Aber so ist es halt, ne? Trucker unscripted, wir reden hier halt einfach drauf los. Wollt ihr beim Wrestling bleiben oder wollt ihr noch über irgendwas anderes reden? So, was hast du denn noch? Ich hab hast du noch was mehr. Im Pedo? Nö. Ich habe auch wirklich nach wie vor Angst, dass, dass der Jan irgendwie uns umgekippt ist jedes Mal, aber schon im Keller gegangen, so. Die zweite Flasche holen. Müsste ich wissen, wo unser Keller ist. Also tendenziell meistens unten, Jan. Ja. Im selben Gebäude. Wir haben ja hier, wir sind ja nicht, ist ja nicht ein Haus oder sowas, also es ist ja so ein so klassisches ostdeutsches Neubaublock. Da hast du halt dann unten, also ich weiß, wo es zu den Kellern geht, aber dann hast du da halt so deine verwinkelten Gänge und dann da die einzelnen Abteilungen, so mit den einzelnen Kabuffs. Ich glaube, ich bin da einmal unten gewesen, weil sie mal da an ein Rohr nachgucken wollten, ob sie da das Wasser abdrehen können. Ich war hier. Wir haben ein Riesenproblem, dass wir sind eine WG, 4 Jungs. Und bei uns wird nur, also ich weiß nicht, ob ihr das da überhaupt kennt, bei uns gibt es ja gelben Sack. Und der wird nur einmal im Monat abgeholt. Und wir sind 4 Jungs, aber wir haben keine Aufbewahrung für diesen gelben Sack. Und wir haben dann immer so 3-4 gelbe Säcke. Und wir haben echt ein Problem, die irgendwo zu lagern. Und dann haben wir es natürlich wieder letzten Monat vergessen. Und so plötzlich haben wir jetzt da 7 gelbe Säcke. Und das ist echt viel Müll. Und das ist im Sommer jetzt auch nicht so die Alternative. Im Winter haben wir es einfach auf unseren Balkon geschmissen. Das geht halt jetzt auch nicht. Und jetzt lagern wir es halt im Keller. Aber es stinkt halt der komplette Keller nach unseren gelben Säcken. Und wir fragen uns halt, wie lange es dauert, bis wir dafür Ärger kriegen. Und dann frage ich mich aber, wie machen die das, dass die anderen Bewohner des Hauses? Ich frage mich, wie ihr zu viert nur 4 gelbe Säcke produzieren könnt in einem Monat. Ey, wir haben Findest du das viel oder wenig? Ich finde es super wenig. Ja, danke, weil letztes Mal hatten wir das Gespräch mit unseren Nachbarn und die haben gesagt, also wir haben nur immer einen aktuell. Ich habe mir gedacht, ja, spinnst du, weil esst dir Luft und Liebe. Also das ist Wahnsinn. Also kurz. Das sind so. Ja. Entschuldige, mach noch fertig. Nee. Also kurz bevor ich von jetzt uns umgezogen bin, haben wir an meinem alten Wohnort eben die gelben Tonnen bekommen, anstelle von gelben Säcken. Und hat mich die Vermieterin noch angerufen, meint, ja, wie viele gelbe Säcke haben Sie denn so im Normalfall so in 2 Wochen? Ja, weil bei uns eben alle 2 Wochen abgeholt worden ist. Weil dann müssen wir entsprechend auch die Tonnen bestellen. Und dann denke ich mir so, okay, das müssen wir halt mal hier durchzählen und so. Ne? Und da waren wir halt bei 4 Parteien Haus mit 6 gelben Säcken oder so auf 2 Wochen. Ja, und jede Partei waren 1 bis 2 Personen. Ach so, okay. Ja, jetzt aktuell nach dem Umzug hier im Schwabenländle, da haben sie ja noch den guten alten gelben Sack, ja, da gibt es keine Tonnen in der Richtung. Und ich habe jetzt vorhin erst die gelben Tonnen die gelben Säcke rausgetan, die werden morgen abgeholt, da habe ich 7 Stück gezählt. In unserem 4-Personen-Haushalt. Für 2 Wochen. Er ist schon wild. Also 7 ist schon krass. Ja, aber ich meine, das sind halt auch die Kinder mit bei, die halt recht viel Plastikzeug brauchen und so. Ne? Also. Ja, das ist schon ein Problem, ey. Gelbe Säcke sind echt schon ein Problem. Ja, und die haben ja halt auch, haben die bei euch auch so eine beschissene Qualität? Ja, das ist das Nächste. Wenn sie noch dünner wären, sind sie gefühlsecht. Ja. Ja, also. Und wir haben auch, das kommt auch noch dazu, wir haben so einen gelben Sackständer, wo wir halt den Müll reinschmeißen und es ist so ein Ding, da klemmt man den oben so rein. Und da rutscht man da unten durch.
Genau, der rutscht immer nach unten durch. Da kannst du drauf warten. Nach der Hälfte, wenn die Hälfte ungefähr, zack, liegt er schon wieder am Boden. Genau. Deswegen haben wir jetzt so eine Mülltonne gekauft, in die wir den praktisch reinstopfen. Mhm. Allerdings ist die Mülltonne oben ein bisschen zu breit vom Durchmesser her. Das heißt, der gelbe Sack reißt jedes Mal auf, wenn ich den da rein tue. Ja. Aber ich habe jetzt rausgefunden, den kann man ja dann trotzdem irgendwie zusammenknoten oder nochmal verknoten und noch mehr knoten, ja, und zur Not noch ein bisschen Klebeband rum. Heidewitzka, also das ist schon ein ekliges Thema. Ist halt ich halte das mal so ein bisschen fest, was die beiden jetzt gerade in den letzten Minuten geredet haben, ja. Sie haben also ein gelber Sackproblem. Ja, genau, ein gelb. Also sie haben Matze hält jetzt fest, dass ich drauf stehe, Knoten in meinen Sack zu machen. Nein, ich halte fest, dass ihr mit Säcken hantiert und dass, wenn die noch ein bisschen dünner wären, gefühlsecht wären und dass Leo Ständer hat. Kann man so auch zusammenfassen. Ja. Bei uns werden die Säcke mindestens einmal pro Woche entleert. Ja, bei uns auch. Bei euch da in Magdeburg und Neustrelitz. Ja, gut, ne, muss man halt auch sagen, ne, jetzt muss ich kurz zählen, dann lass es mal für 5 Eingänge sein mit jeweils, wie viele Etagen haben wir? 6? 5? 5? 6? Und jeweils 2 Wohnungen, also ne, da hast du halt auch ein paar Wohnungen. Ja, jetzt stopp mal, Jan, bei uns, wir sind 6 Stockwerke hoch und haben 3 Wohnungen pro Etage. Und dann ist ja noch, das wisst ihr, die werden einmal im Monat abgeholt und dann werden die einfach an die Straße gestellt. Da kannst du dir vorstellen, wie die Straße aussieht. Und dann lass da mal einen Sturm kommen. Also ja, dieses, ich muss da jetzt auch dazu Viecher, sagen, ich habe mit meinem Dad, mein Dad hatte eigentlich eine geniale Idee, mein Dad wollte eigentlich mal eine gelbe Sackpresse erfinden. Problem, also dass man quasi so ein Gerät hätte in der Küche, wo man seinen Müll reintut und dann wird der halt immer wieder hydraulisch zusammengepresst. Das Problem ist nur an dem Ganzen wahrscheinlich die Weiterverarbeitung halt, weil ja natürlich die Leute da jeglichen Scheiß reinschmeißen und ich weiß nicht, wenn es dann so ein Würfel wäre. Jetzt gibt es natürlich die sagen, Mensch, der Müll, wir trennen ihn schön und dann wird er eh wieder zusammengeschmissen oder halt nicht. Und das weiß ich nicht. Das wäre vielleicht das Problem. Ansonsten wäre ja eigentlich eine maschinelle Einrichtung in der Küche, die Müll immer zusammenpresst, super genial. Das würde ja mega viel Platz sparen. Und am Ende macht die Fabrik macht auch nicht viel anderes. Ne? Da wird das alles in irgendeinen Trichter buddelt ja. Von oben und dann läuft halt so durch und dann wird das durch so eine Rollen durchgezogen, ein paar Mal, dass es möglichst flach ist und dann wird es wieder verarbeitet. Ne? Hast du das bei Galileo gesehen, Matze? Nee, ich habe mir das mal an. Ich war mal in so einer. Müsste sogar so eine grüner Punkt-Geschichte gewesen sein. Also Weiterverarbeitung von PET-Flaschen und sowas. Ja, im Zweifel wird es einmal durch den Häcksler noch geschrubbt, dann hast du halt da deine Plastikstreifen. Dinger, ja. Dann passt das alles schön in. Das war auch wieder ein paar Jährchen her, also wird sich ja. Vielleicht auch schwer überholt haben, aber ja. Aber das zeigt doch mal, wie viel in der Corona-Pandemie passiert, dass das Erste, was mir einfällt, unser gelber Sackproblem ist. Ja, weil grundsätzlich finde ich es ja noch echt abstrus, dass du da keine einheitlichen Regelungen hast. Und ich meine, jetzt sind wir beide ja zumindest auch im selben Bundesland. Mhm. Ja, jetzt, dass da vielleicht in Magdeburg oder in Neustrelitz da andere Regelung gelten, das sehe ich halt ein, ja, Föderalismus, ole ole, aber jetzt, ich weiß nicht, müsst ihr die Sachen ausspülen, bevor ihr sie da reinschmeißt? Nö. Ich weiß jetzt, also ja, ich weiß jetzt nicht, was da jetzt die politisch korrekte Aussage ist. Nee, pass auf, ich kann hier aus dem Nähkästchen plaudern, ja, also am alten Monat, als wir diese gelben Tonnen bekommen haben, haben wir eine so einen Beipackzettel bekommen, wie du jetzt mit dem umzugehen hast, weil im selben Atemzug nämlich auch alle Dosencontainer entfernt worden sind, also alle Metallsammelcontainer, weil jetzt Dosen auch in diese gelbe Tonne geschmissen werden sollen, zusammen mit ja. Joghurtzeug und Milchtüten und sonst was. Und das soll alles ja ein bisschen vorgespült werden nach Möglichkeit. Ja, vorgespült, genau. Ja, hier ist dieses mit dem Vorspülen eher, ich sage so mal, ein bisschen verpönt, weil du ja damit Wasser verschwendest. Oh. Ja, das ist, weißt du, das finde ich, das ist ein Thema, das ist gar nicht mal so trivial. Ja, an manchen Stellen wäre ein bisschen Normung durchaus angebracht, ja.
Auch in Supermärkten, ja, musst du dein Obst selber wiegen, wiegt sie an der Kasse, das können wir durchaus mal normen hier in Deutschland. Ja. Wenn man richtig Spaß hat und sich denken möchte, ja, es könnte immer schlimmer sein, sollte sich mal von irgendwem, gibt es auf YouTube auch öfters mal von Leuten erklären lassen, wie Müllentsorgung in Japan funktioniert. Dann bist du über alles froh, was du hier in Deutschland hast. Ich würde mir ja wünschen, dass mal viel mehr noch diese Selbstbedienungskassen kommen würden. In Neuseeland haben wir es nämlich immer gemacht. Ich hasse die Dinger. Da haben wir uns immer ein schönes Stück Fleisch aus der Theke genommen. Dann haben wir geguckt, okay, was wiegt genau gleich viel? Ja, haben das überklebt. Grund, warum es das bei uns nicht immer gibt. Immer aus der, also quasi immer schön Fleisch geholt und dann schön von der Bäckertheke geguckt, was kostet der gleich viel. Und schon ist da so ein saftiges Kilo Rindfleisch da für einen Preis vom Kilo Brot aus Versehen in den Einkaufswagen gewandert. Du. Ja, das Steak ist das Brot des armen Mannes, ne? Das waren Zeiten, ey, in Neuseeland. Ja, Mann. Ja. Leib Fleisch, Leib Brot, mein Gott. Ja. Ich kann mich übrigens noch erinnern, wie ich damals da auf einer Bank in Taupo, glaube ich, war ich, wie ich das aufgenommen habe. Da habe ich damals auch was für einen Podcast aufgenommen, das weiß ich noch. War auch irgendwie ein Special, glaube ja, ich. Ja, war das Jahresendsendung, ich glaube, ja. Das war Jahresendsendung, kann sein. Ja. 6 Jahre ist das her. 6,5. Ja. Das war ja der ursprüngliche Gedanke, warum wir das heute hier dann so in dieser Konstellation ja auch machen wollten, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn wir das Ding jetzt auch so lange jetzt schon in so einer unofficial Phase hatten, der Reboot war von vornherein geplant, dass wir 4 das machen. Es war halt nur nicht klar, wann. Ja, wie gesagt, ursprünglich wäre der Plan gewesen, dass wir es eigentlich noch vor Ende letzten Jahres dann beendet hätten, die unofficial Phase. Dann lief ja auch noch das Year in Review unter unofficial und jetzt haben wir noch wieder ein paar Monate mehr. Aber der Plan, dass wir 4 die 1001 machen, der bestand von Anfang an. Ja, auch sogar ohne Reboot und so, ne? Also, ja, genau, genau. Halt auch zum Zeitpunkt, als wir noch gesagt haben, eben nach der 1000 kommt halt eine Woche drauf, die 1001. Genau. Ja. Haben wir die Bilder, also der Ordner in unserer Team-Dropbox, der liegt jetzt dort seit, ich glaube, Mai letzten Jahres. Mhm. Vom Plan her, die 1001. Ja, also, ist schon ein bisschen her. Ja. Und ich meine, jetzt haben wir aber eigentlich schon so gewisse Chance streifen lassen. Ne? Inwiefern? Naja, wenn wir jetzt hier mit den Unofficials weitergemacht hätten, hätten wir vielleicht so zum 100. Unofficial ein Hörerspecial machen können. Kannst ja inoffiziell, also Unofficial kannst ja weiterzählen. Und dann ist es in 43 Ausgaben. Oder so. Mhm. Stimmt das? Ja, ne? 44. Okay. Ja, Mathe, Schmatte. Was habt ihr sonst noch so zu berichten? Ey, das ist echt gar nicht so einfach. Ich überlege schon die ganze Zeit. Nee, echt. Keine Ahnung, wenn mein Bauer ist, kann ich mal besuchen kommen. krieg ein leckeres Stück Torte von mir. Ich bin gespannt, ob ich irgendwann in meinem Leben nochmal nach Neustrelitz komme. Ja, du hast es ja nicht mal geschafft, mich groß zu besuchen, als du noch in Berlin warst. Du wirst es jetzt hinkriegen. Das stimmt. Doch, aber einmal. Ja, aber da war ja auch Leo beschäftigt beim Big City Club. Da ist halt, ne, Big City Club, Big City Stress das, und so. Weiß das man ist doch. Tatsächlich auch nochmal lustig. Ich habe mir nie, jetzt vor einem Jahr habe ich ja aufgehört. So ungefähr genau vor mir. Da hätte ich niemals gedacht, niemals, dass der Verein ein Jahr später noch schlechter dastehen kann. Also, wenn man jetzt mal, das ist wirklich, also klar, wenn man da eine Zeit war, kann man sich's schon vorstellen, aber ich habe das nicht für möglich gehalten, dass das geht. Also, da muss ich echt mal sagen, Hut ab, Hertha BSC. Ihr seid wirklich so. Also wenn man jetzt Drew McIntyre als Verlierer der Corona-Pandemie sieht, dann weiß ich nicht, was man da bei Hertha BSC drunter schreiben muss. Ja, haben wir die gleichen Farben, ne? Und die Schalker so? Oh ja. Holt mal Bier. Holt mal Bier. Das darfst du nicht sagen, sonst... Ach nee, der holt uns eh nicht mehr. Gut. Ja, aber ist doch direkt, oder?
Also Hertha kann ja nicht das Schlimmste sein, so in dem Sinne guckt ihr dann Schalke an. Ja, sind auch, ja, ist auch blau-weiß, ne? Ist immer die Frage, was man als Schlimmste sieht, ne? Oder sieht man dann so einen Verein, der irgendwie von der dritten absteigt in den Amateurbereich? Ja. Oder der Schanzer FC Ingolstadt, die heute mal wieder gegen Rostock verschissen haben und nur 1-1 gespielt haben. Schwierig, ne? Schwierig. Rostock spielt aber so einen Aufstieg, ne? Hm? Rostock spielt um den Aufstieg, glaube ich. Ja, Ingolstadt und Rostock und Dresden und 60. Also wenn die Löwen wieder in die zweite Liga gehen, wäre es auch cool. Aber egal, ich gucke ja keinen Fußball mehr. Jetzt, wenn ich da so anfange, denken die Leute, ich habe sie verarscht. Aber das ist ja wirklich so. Hätte Hertha es mal so gemacht wie Magdeburg, seitdem wir unseren neuen Trainer haben, seit 809 Spielen ungeschlagen, 6 Siege, 2 Unentschieden mindestens. Und von irgendwie ein paar Punkte Rückstand auf dem Abstiegsplatz jetzt 8 Punkte Vorsprung. Ja, nice. Ja. Hätte, eigentlich muss man auch sagen, ne, nicht nur Hertha, sondern hätte auch mal, da möchte ich auch mal sagen, für alle, die vielleicht aus Hamburg kommen und HSV-Fans sind, danke, sagt mal dem HSV, danke, dass sie den Herrn Titz entlassen haben damals, sonst wäre der jetzt nicht mittlerweile bei uns. Ich habe auch letztens mit Steve tatsächlich geschrieben. Weil der doch Küchenschlacht. Ja. Ich bin ja auch so ein großer Küchenschlacht-Fan. Kommt jetzt im Mai irgendwann. Und dann, ja, da habe ich ihm geschrieben, ich finde es überragend, ich bin ein Riesenfan. Und dann habe ich geschrieben, und schaffst du es, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam einfach nur 3 Sekunden Sprachnachricht zurück. Und dann habe ich zurück in the world's gonna know your name. Das fand ich ziemlich geil. So, das passt auch noch ganz gut zu dem Thema. Ja, Hall of Fame. Sven, nächste Time Machine? Machen wir zu diesen beiden Hall of Fames was? Ja, ne? Also ich habe 1,5 davon gesehen. Ich bisher auch nur eine. Weil ich habe halt in der ersten noch durchgehalten, dann dachte ich mir so, okay, die zweite ist genauso. Das musst du nicht live gucken, also während das läuft. Und dann habe ich es bisher nicht geguckt. Also ich hab mir die erste angeguckt, um jetzt mal so ein bisschen vorzugreifen für eine eventuelle Time Machine. Und ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ja, wirkt weil alles. Weil ich mir denke, die Klaas, sowohl von 2020 als auch von 2021, sind saugeil. Und es ist so super steril und so super unorganisch und es macht halt überhaupt keinen Spaß, das Ding zu gucken irgendwie. Die tun mir einfach tierisch leid, die Typen, die da auf der Bühne stehen. Und was wir halt auch sagen, also ich würde es aber trotzdem gerne machen, weil da genug Leute bei sind, wo man irgendwie Geschichten oder so hätte. Aber das Problem, was ich habe, wir müssten es theoretisch aufteilen, ne? Mhm. Weil sonst wird das ja ein ewig langer Podcast. Wenn wir über beide Klassen reden, dann haben wir nachher 12 Leute. Habt ihr nicht Zeit? Nö. Ganz ehrlich, es geht gerade hier wieder los und ihr seid nicht mal bereit, mal eine extra Meile zu gehen für die Hörer. Also ich bin jetzt hier der Heath Slater des WTRs. Ihr kommt hier gleich so, wieder, ne? Wirklich, ihr kommt gleich wieder mit Zeit, Problem, blablablups. Hier kann das nicht der Adam Rose und sagt, Heathy Baby. Typisch, ey, wirklich typisch. Die armen Hörer. Ihr lasst Leo, es am Ende. Wer leidet? Die Hörer. Haben halt auch nicht mehr das Sitzfleisch. Ne, da ist halt so ein 12-Stunden-Podcast nicht mehr so einfach. Also ich wär dafür, da müsste man eine große Hashtag Sven und Matze all the way oder keine Ahnung. Da müsste mal eine richtige Kampagne hochgezogen werden. Ja, die Frage ist aber, wollt ihr lieber... Die reden sich ja jetzt schon raus. Wollt ihr lieber zwei hochklassige... Podcast, zwei Time Machines oder wollt ihr lieber eine mittelklassige, langgezogene Time Machine? Ja? Wollt ihr mehr und besser oder wollt ihr weniger und schlechter? Das ist euch überlassen, das ist ganz klar. Was? Und da müsst ihr normalerweise jetzt Jan da hocken und sagen, wenn wir jetzt die New Japan Strategie fahren, machen wir mehr und schlechter. Ja, ich muss. Da habe ich das, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, das war auch in der Schule mal so, da hat unser Lehrer mal erklärt, wie er mündliche Noten macht. Und dann hat er gesagt, es gibt so Leute wie den Patrick. Der Patrick, der meldet sich halt nur bei schweren Fragen und die beantwortet er richtig. Der kriegt da dann 15 Punkte. Und dann gibt es so Leute wie den Leo, die grasen halt alles ab, was geht und melden sich bei jedem Scheiß und reden, selbst wenn sie sich nicht melden. Der kriegt halt dann nur so 12 oder 13, aber immerhin kriegt er die noch, weil er bemüht sich ja. Leo, was geht? Ja. Das ist aber immerhin noch relativ fair. Ne? Also du hättest auch so Lehrer haben können wie so
Ja, die Jessica, die ist ein nettes Mädel, die kriegt eine 1. Ja, die Jungs sind alle eh immer vorlaut. Selbst der eine, der da hinten in der Ecke sitzt und eh immer die Schnauze hält, außer er wird was gefragt, die kriegen alle durch die Bank weg eine 3. Ja, oder das also ist so haben können wie die Französischlehrerin bei uns im Leistungskurs damals. Ja, der Leo, der ist ein Kerl, der hat Tafeldienst. Jeden Tag. Ja. Ach, ja, Tafeldienst. Französischunterricht habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran. Ich weiß aber noch, dass ich mit meinem Banknachbarn Tobias, als uns klar war, wir haben die letzten Stunden Französisch, weil wir es abgewählt haben, haben wir in den letzten 45 Minuten, in jedem Minuten oder irgendwie so im Takt, haben wir dann noch 43! haben uns wieder hingesetzt. Und die letzte Minute haben wir von 60 runtergezählt, die Sekunden, bis es klingelt und dann ciao. Da hast so du schon mit dem Royal Rumble-Geräusch so Ja, das habe ich nicht, aber das wäre schön Ach, gewesen. Ja. Ja. Da habe ich direkt zwei schlechte Gags auf Lager, damit wir das ja auch ein bisschen zum einerseits Französisch, da habe ich nur die mündliche Prüfung absolviert und hier im Osten unser Französisch hieß Russisch. Aber außer Wodka weiß ich davon auch nichts mehr. Hatten wir tatsächlich nicht mehr. Also, dann also bei uns gab es theoretisch die Wahl, aber die hatten wir auch nur so lange, bis dann irgendwann sich rausgestellt hat, dass es keinen Lehrer für Französisch gibt. Und damit hatte sich das dann auch gegessen, was man denn machen möchte. Was dann besonders unangenehm war, als ich dann irgendwann die Schule gewechselt habe und die andere Schule zwar einen Französischlehrer hatte, aber kein Russischlehrer. Was halt ungünstig war, nachdem du die zweite Fremdsprache schon ein Jahr und ein bisschen hattest. Ja, schlecht organisiert. Also ich fasse das mal zusammen, Französisch ist einfach zum Kotzen. Ja. Also sagen wir mal, die Mädels, die, naja, egal. Ich war so schlecht, wirklich. Wir hatten teilweise das Lehrerin. Naja, komm. Die Lehrerin, die hat immer so gemacht, Anfang der Stunde alle aufstehen und dann eine Vokabelabfrage und es durfte sich hinsetzen, wer eine Vokabel richtig gesagt hatte. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Stunden ich im Französischunterricht gestanden bin. Wäre mir genauso gegangen. Ey, am Schluss der Stunde steht da, I'm still standing. Yeah. Kriege ich jetzt eine 1. Lesen konnte ich's. Aber so, alles was so, also gut, konjugieren und alles sowas kann ich aber auch in keiner Sprache. Also, wenn ich eine Zeitform im Deutschen benennen müsste, ob ich jetzt im Futur Imperfekt oder was auch immer reden würde, würde ich selbst im Deutschen nicht hinbekommen. Ja, ich kann, im Englischen kann ich alles immer wunderbar richtig benutzen und was auch immer und richtige Zeitform nutze ich irgendwie intuitiv aufgrund des vielen Englisch-Konsums. Und so ähnlich war es im Französischen auch, aber sobald ich irgendwie auf dem Zettel Papier zu stehen hatte, das ist das Verb in der Normalform, konjugiere es bitte oder mach daraus hier Vergangenheitsform, dritte Phase oder was weiß ich, irgendwas. Da bin ich sowas von aufgeschmissen, das kann ich bis heute nicht. Werde ich auch nie mehr brauchen, ist ja auch gut so. Aber kann ich nicht. Also in keiner der drei Sprachen, die ich gesprochen habe. Ich finde es interessant, anscheinend ist die Französischlehrerin von Leo die Englischlehrerin, die ich in auf der Berufsschule hatte, gekannt haben. Selbe Lehrmethoden. Ja, so ungefähr. Allerdings hat es da andere Gründe, warum die meisten Jungs die ganze Stunde überstanden. Weil sie war doch sehr jung und ja, sagen wir es mal so, die Kleidungswahl hat das auch gefördert. Gut, das war dann nur ein halbes Jahr lang, weil dann war sie schwanger, aber gut, das ist... Von einem Thema, Schüler. Über das wir vielleicht nicht hier reden sollten. Ich musste während meiner Ausbildung nicht am Englischunterricht teilnehmen, weil ich zu gut war. Ja, aber ich finde, also ich wollte es auch nochmal sagen. Ja, ich saß ja auch nur noch meine Zeit ab im Englischunterricht und meistens war ich dann der Depp, der dann denen, die es nicht kapiert haben, die Sachen erklären durfte.
Ja, aber ist doch eigentlich, also, das ist das nicht, also, da gibt es doch bestimmt irgendein Gesetz, was sowas verbietet, oder? Also, dass ja. ich dann, keine Ahnung, ich habe die Arbeiten oder so, was dann notwendig war, habe ich halt in Rekordzeit erfüllt und ja. dann durfte ich gehen. Also, wenn die Aufgabe erfüllt war, dann fertig. Aber da hat ja. mir eigentlich auch nichts gebracht, weil dann bin ich auf dem Gelände von der Schule gewesen und habe mich nicht zu beschäftigen gewusst, weil alle anderen sitzen ja im Kurs. Aber Matze, du hast schon recht, Englisch ist halt so intuitiv. Ja. Und mir geht's ganz genauso. Ey, ich könnte dir, weißt du, weil meine Freundin, also ich estudio español en la universidad para quiero trabajar mucho. Keine Ahnung. Aber so Spanisch. Und dann übe ich das so und ich habe immer alles falsch. Und dann sagt meine Freundin so, ja, da musst du halt mal den Genitiv verwenden. Oder das ist ein Genitiv. Dann denke ich mir, ich habe keine Ahnung, was ein Genitiv ist. Ich gehe immer gerade, ich kann nicht tief gehen, musst du sagen. Was ein Akkusativ, keine Ahnung. Englisch mache ich einfach, weil ich Englisch mein ganzes Leben jetzt schon so viel gehört habe, ich weiß es. Aber ich kann dir in keinem normalen deutschen Satz anstreichen, was da was ist. Und meine Mama sagt immer, das ist mein Grundschullehrer. Weil mein Grundschullehrer, der konnte auch kein Deutsch, der konnte auch nur Mathe. Und drum haben wir in Deutsch die ganze Zeit Mathe gemacht. Und das wird zwar echt schwierig, wenn ich später mal Kinder habe, ich kann denen da echt nicht helfen. Und jetzt habe ich den Druck, jetzt muss ich mal richtig Geld verdienen, dass ich mir da irgend so einen Schüler leisten kann, der da so Nachhilfezeug gibt. Weil die brauchen ja nicht genauso blöd bleiben wie ich. Wobei ich mir, wenn ich mir anschaue, wie junge Leute reden, dann da kann ja keiner mehr einen Dativ erkennen. Ich würde echt mal interessieren, wie viele, ich sag mal schon so Anfang, Mitte 20, dir noch so diesen klassischen Schulsatz, so und jetzt streich mal da das in der Farbe, das in der Farbe und das in der Farbe an. SPO. Das habe ich damals schon mehr so schlecht als recht gekonnt, aber ich glaube 99% kriegen das doch heute nicht mehr hin. Also Genitiv, Akkusativ. Das ist witzig, ich bin froh, dass ich noch weiß, was ein Verb ist. Ich kenne das Wie-Wort. Ja, und Nomen, das ist das, was man halt immer groß schreibt. Ja, Subjekt, Prädikat, Objekt hieß das bei uns immer. Ne? Also. Ja, und dann Subjekt war. Ja, oh, da gab es dann auch so diese Sätze: Subjekt ist über was oder von wem gesprochen wird oder irgend sowas. Und das Dativ ist im Genitiv sein irgendwas. Tot. Tot. Oder der Genitiv ist dem Dativ sein tot. Der Dativ ist dem Genitiv sein tot. Ja, okay. Genitiv ins Wasser, weil es da tief ist. Ja, Genitiv ins Wasser, weil vor allem nicht, wenn du schwimmen kannst. Also nicht der Matze ist schon ein schlauer Typ, du. Muss man ihn lassen. Man muss immer nur das wissen, was man weiß. Was? Nein, warte. So prinzipiell ist Sven. Der Sven. Sven. Der Sven ist schon so der Dümmste der Runde. Ich meine, der ist ja auch der Pumper. Der hat viele Muskeln, der ist bestimmt dumm. Hallo, ich habe gestern bescheinigt bekommen, ich bin der Schlauste hier im Haus. Der Gescheiteste. Und dann ist mir noch im Nachgang gesagt worden, auf dem Papier. weil ich der Einzige im Haus hier bin, der Abi gemacht hat. Ah, okay. Ja, okay. Ja, aber ich kenne auch Leute, die haben Abi gemacht. Was ich jetzt eben gerade erwähnt habe, das finde ich total witzig, da habe ich jetzt mich reinkichern müssen, weil das eben genau das Thema ist, was die Kinder jetzt hier gerade in der Grundschule lernen, eben auch solche Aufgaben, unterstreiche das Subjekt und sowas, ne, schreibe diesen Satz hier fehlerfrei in ein Heft mit wörtlicher Rede und so ein Zeug. Und das geht jetzt halt mittlerweile alles über meinen Tisch, weil ich ja das ganze Homeschooling-Material in Zeug immer ausdrucke jeden Tag für die. Ja, Homeschooling, auch ein geiles Thema. Homeschooling. Aber das sind solche. Ich merke schon im Wort, dass es dich glücklich macht. Ja, du, das sind solche Sprachnazis. ich hab letztes Jahr war kurz vor Weihnachten, da sind sie mit einem Test heimgekommen, den sie im Deutschunterricht gemacht haben. Und da habe ich die angeguckt, sag mal, ihr habt doch Garmisch-Partenkirchen falsch geschrieben. Da muss doch ein R mit rein. Ja, ins Partenkirchen. Ja, das haben wir so abgeschrieben, das steht so in der Vorgabe. Ja, da hat die Lehrerin auch schon falsch geschrieben. Ja, dann habe ich mir so ein bisschen mal ihre Schulunterlagen durchgelesen, ne? Ich als alter Sprachnazi, berufsbedingt auch, ne? Und dann habe ich gesagt, also ich könnte jetzt da durchgehen, ich könnte mal eurer Lehrerin ihren Text mal rot anstreichen, dann gebt ihr zurück, dann bin ich der unbeliebteste Mensch im Ort.
Das ja, aber Sven, vielleicht stand sagen, diese Eltern sind richtig beliebt. Aber Sven, vielleicht stand die Kirche ja auch Garmisch-Pate. Man weiß es nicht. Ne? Also man muss das auch hinterfragen. Ich hinterfrage nichts hier. Vielleicht einfach mal laut werden, Sven. Mal einen richtig bösen Anruf. Ja, ja, du, ich bin nur noch so ein Stück davor, dass ich in die WhatsApp-Elterngruppe eintrete. Die WhatsApp-Elterngruppe. Oh, bin ich froh, dass ich da nicht rein muss, ey. Das kann ich mir so vorstellen. Ja, also WhatsApp-Elterngruppen sind halt auch so das Teufels Erfindung. So aus dritter Hand, so über Twitter bei dem einen oder anderen mit, die ihn auch so sagen, so boah, wenn ihr denkt, so was man manchmal über Telegram liest oder so in den Einstiegengruppen wäre schlimm, dann geht meine WhatsApp-Elterngruppe. So nach dem Motto, da ist der Attila ein Vogeldreck dagegen. Ja, pass auf, das war jetzt hier erst vor ein paar Wochen bei uns jetzt hier, da gibt es eben auch so eine WhatsApp-Elterngruppe und da ging auf einmal die große Diskussion los, von wegen Testpflicht für Kinder, wenn sie in die Schule gehen, ne? Und ja, das sollen jetzt alle möglichen Eltern von der WhatsApp-Gruppe in die andere WhatsApp-Gruppe wechseln, weil da kann man ja ungestörter sich unterhalten und da kann man dann auch irgendwie an Gegenmaßnahmen arbeiten. Mal so ein bisschen Gleichgesinnte rekrutieren, oder? Ja, genau, so ein bisschen rekrutieren, ja. Was dann im Endeffekt dann darauf hinausgelaufen ist, dass wohl ein paar sehr mutige Eltern in einer Nacht- und Nebelaktion von Sonntag auf Montag den Schuleingang mit Plakaten zugeklebt haben. Ach, krass. Und diversen Parolen. Ja, ich muss auf der einen Seite so schon immerhin sagen, ne, man kann ja schon mal auch einstehen, was man denkt so. Aber die Frage ist natürlich dann immer, wie man es ausdrückt, ne? Ja. Aber weißt du, dann könnte man auch vielleicht auch einfach mal den offenen Dialog suchen und ja, nicht ja. In einer Nacht- und Nebelaktion sich sonntagnachts hinstellen und Aufkleber an die Tür pappen. Das ist aber genau das, was ich vorhin meinte. Da denkt man sich echt, habt ihr eigentlich von 12 bis Mittag gedacht? Also. Nee. Ne, oder gar nicht gedacht. Ganz, ganz schlimm, wohin sich das entwickelt. Also. Ja, aber nicht nur dem Thema, sondern egal was du sagst, ne, da weißt du, dann egal welches Thema, ja, du findest irgendwas gut und prompt hocken fünf Leute bei dir auf dem Schoß und scheißen dich an, von wegen, wie kannst du das nur gut finden? Was bist du für ein schlechter Mensch? Oder eben genau andersrum, wie kann dir das nicht gefallen? Also es gibt ja überhaupt kein Akzeptieren von. Ja. Wenn ich auf sowas Bock habe, kann ich mal wieder im Wrestling-Forum gehen. Ja, das ist ja genau das, was mir im letzten Jahr oder generell in den letzten Jahren ja so den Spaß ja auch verdorben hat. Dass es einfach nicht mehr darum geht, Wrestling-Fan ist ein Gleichgesinnter, sondern das heißt inzwischen nur noch New Japan-Fan, AEW-Fan oder WWE-Fan. Am besten kannst du die drei gar nicht mehr richtig unter einen Hut kriegen, weil dir muss ja gefallen, was mir gefällt. Und ich kann nicht akzeptieren, dass dir das gefällt, wenn ich es nicht gut finde. Und da, das ist halt, das wird sofort persönlich und alles. Und das ist ja genau das, was mich an dieser ganzen Wrestling-Diskussion so müde und auch traurig werden lässt, wo ich dann denke, Leute, eigentlich habt ihr dasselbe, also denselben Grundgedanken, ihr mögt dasselbe im Vergleich zu so vielen anderen da draußen, die Wrestling eben gar nicht mögen, haltet doch wenigstens ihr zusammen oder was. Oder halt, das ist halt von Wrestling auf größere Bereiche legbar und von größeren Bereichen auf Deutschland legbar. So. Es ist überall in jedem Bereich so, dass nicht mehr akzeptiert wird, immer sofort gegengeredet wird, wenn nicht dieselbe Meinung existiert und. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ich habe noch eine Sache, weil das gerade ganz zu Wrestling verteidigen. Habt ihr mitbekommen, dass die WWE bei Wer wird Millionär war? Nee. Ja, das Bild der Leo, gesehen. Ich komme da immer mal wieder auf freshen Informationen hier um die Ecke. Es war eine Frage bei Wer wird Millionär tatsächlich. Welcher Sport, oder ich kann jetzt nicht die genaue Frage, aber welcher Sport denn bei der WWE ausgeführt wird? Und dann war es Windsurfen, Wrestling,
Und noch zwei Sachen halt. Und sie hat es tatsächlich nicht gewusst, hat aber zu Wrestling tendiert. Dann hat sie ihren Telefonjoker angerufen. Der hat dann zu Windsurfen tendiert. Und dann hat sie aber gesagt, nee, sie hat jetzt keinen Bock, da noch einen Joker zu verschwenden. Und hat tatsächlich Wrestling genommen. Mhm. Gute Frau. Gute Frau, ne? Aber ganz witzig eigentlich. Schlechter also, Telefonjoker. Ja, sehr. Ja, schlechter Telefonjoker, ja, das stimmt. Hoeker, sie sind raus. Weil du gerade mehr Millionär erwähnst, da war gestern, glaube ich, die Frage, was im Footballstadion der Tampa Bay Buccaneers zu sehen ist. Und da war unter anderem eben das Piratenschiff eine der Antwortmöglichkeiten. Und da denke ich mir auch, ja, ohne Wrestling würdest du es nicht wissen. Naja, vorrangig naja, mal ohne Football. Wenn man halt weiß, ne, Buccaneers, dass die, also ja gut, dafür müsste man sich dann wieder mit Football auskennen, dass die halt ne, piratentechnisch. Ja gut, ich meine, einfach das Wort halt, kennen. Man könnte auch einfach Englisch können, ja, dann. Ja. Genau. Einfach Buccaneers zuordnen können. Ja, aber meine Wrestling-Brücke war dann halt hier dann WrestleMania-Stadion, das Piratenlogo. Ja, aber da muss man jetzt, Sven, du bist halt auf dem Papier auch der Schlauste. Wobei man sagen muss, das ist der neue Nickname für mich, für Sven, das ist perfekt. Für mich ist Sven nicht mehr der Pumper, weil ganz ehrlich, den eingestampften Fallzack da, den braucht man nicht mehr als Pumper bezeichnen. Skinny Fett. Ja, Skinny Fett, genau, Skinny. Sondern du bist für mich jetzt der schlauste Mensch auf dem Papier. Damit kann ich leben. Aber ich muss mal zugeben, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass bei Tampa Bay da das Piratenschiff da Standard ist. Na doch. Mhm. Da kannst du das VIP, also wenn du VIP-Tickets hast oder spezielle VIP-Tickets, ich meine, in Amerika gibt es ja da 1000 verschiedene, dann kannst du das Spiel auf dem privaten Schiff gucken. Auf dem privaten Schiff? Auf dem privaten, privaten Schiff. Da kannst du piraten. Ja. Genau. Haben wir noch was oder wollen wir das Ding hier zu Ende bringen? Ja, komm, fast 2 Stunden ist okay, glaube ich. Ja, aber ich muss echt sagen, aber das sage ich jetzt wieder und dann machen wir es wieder nicht. Sowas müsste man echt öfters machen. Ich finde das total erfrischend. Ich finde das echt erfrischend. Also, ja, ich wollte so ja sogar in der Zeit das mal irgendwann hinkriegen, aber wir haben es ja nicht gebacken gekriegt, dass wir irgendwie immer so auf selbe Datum. Da bin ich schon, also da nehme ich mich jetzt mal ganz ehrlich nicht außen vor. Das will ich auch hoffen. Termintechnisch bin ich doch nicht einfach. Naja, hey, wir brauchen halt von jedem was, ne? Ich bin hier der ganz günstig zu haben. Und Leo ist da halt die edle Prostituierte. Da muss man schon ein paar Monate im Voraus anklingeln. Das hast du schön gesagt, Jan. Ja. Ich grinse gerade, ich kann ja gar nicht reden, weil ich nicht weiß, was ich darauf sagen soll. Alte Edelnutte. Gut. Was? Die alte Edelnutte. Ja, genau. Ihr habt das ja jetzt gegenseitig. Ja, der eine kann den anderen auf dem Zettel beleidigen, der andere kann wiederum den anderen dann als Edelnutte bezeichnen. So habt ihr euch doch gegenseitig wieder. Ja. Ja? Gleicht sich doch immer irgendwie wieder aus. Hat sich die Sendung schon wieder gelohnt heute? Ja. Nee, hat mir aber auch viel Spaß gemacht. Also, ich habe ja gesagt, wir müssten irgendwie einfach mal so ein, und selbst wenn es nicht Podcasten ist, so irgendwie, dass man sich mal zusammensetzt oder so ein bisschen quasselt, aber man macht es halt doch nicht. Ne? Ich bin halt auch so jemand, ich merke das ganz aktuell, jetzt nochmal kurz nochmal wieder ernste Dings jetzt so zu Richtung Ende. Ich merke das selber, dass ich unheimlich schlecht bin im Kontakte halten. Ja, ich kann gerade so mal noch irgendwie antworten, aber ich bin ganz schlecht, irgendwie selbst loszugehen und jemanden anzuschreiben oder eine Sprachnachricht aufzuzeichnen oder sowas. Und selbst wenn ich irgendwie da Bock drauf hätte, mache ich es dann doch nicht, weil im Hinterkopf bei mir irgendwie immer so dieser kleine Hieper sitzt, ich belästige die Leute. Und deswegen merke ich ganz aktuell halt auch gerade, so meine sozialen Kontakte gehen halt tatsächlich gern null. Also ich meine, du hast du auch recht. Also dein Gefühl bestätigt dich da. Also ich würde mich sehr belästigt fühlen von dir. Ja, siehst du. Also mich kannst du immer belästigen, Matze. Das ist wieder das Problem mit der Edelnutte und die leicht zu haben. Achso. Stimmt. Stimmt. Ja, aber nee, Matze, du darfst ja auch jederzeit. Am Ende kommt es aufs selbe drauf raus, ob du jetzt bei der günstigen öfters oder bei der teuren nur ab und zu mal. Ja, da sind Geschmäcker verschieden.
Ja. Aber ich, Matze, ich kenne das Problem. Ich kenne das Problem auch sehr. Aber es ärgert mich, weil, also ganz, ich war vor ein paar Tagen, war ich schon drauf und dran, einen Beitrag mal zu schreiben in den sozialen Medien. Menschen, die nicht mehr wirklich Teil meines Lebens sind. Da habe ich so gedacht, nee, das sind zu viele. Mach ich gar nicht. Das tut mir nicht gut. Wenn ich das dann auch noch in Worte fasse oder so und dann Leute auch noch nenne oder so, das tut mir im Kopf nicht gut. Also lasse ich den Beitrag direkt weg. Weil, was bringt der dann überhaupt? Ne? Weil ich so gedacht habe, eigentlich sind das echt wenige, mit denen ich tatsächlich so Kontakt habe. Und dann hinterfrage ich mich sofort, woran liegt's? Und die Antwort ist meistens an mir. Und das, aber ich komme auch über meine gedankliche Hürde nicht hinweg. Dass ich weiß, dass es so ist, aber ich kann es nicht ändern. Also das ist ganz, wisst ihr, also doofe Kopfgeschichte. Aber gut. Das ist halt auch etwas, was ich jetzt durch Corona dann eben noch mehr mitbekomme. Ne? Man hat halt wenig Kontakt und die wenigen Kontakte müsste man ja eigentlich pflegen, aber ich krieg's doch nicht irgendwie hin. Also mich kannst du jederzeit nerven. Ich schreibe dann auch irgendwann, schreibe ich schon zurück. Das ist ja genauso wie ich. Die Antwort ist auch halt irgendwann, weil Handy ja, nicht, ja, ich bin da auch wirklich ganz so ich habe letzte Woche habe ich irgendwie fast das ganze, die ganze Woche das Handy mal beiseite gelegt und hatte dann nach 4 Tagen auf dem Handy hatte ich irgendwie 5 Anrufe in Abwesenheit. WhatsApp waren 116 Nachrichten oder so. Und dann ist es aber auch müßig, wieder einzusteigen, also dann alles durchzulesen und das ist halt auch nicht wirklich gut. Deswegen habe ich mir jetzt irgendwie, das Handy liegt halt irgendwie da und ich versuche auch mal drauf zu gucken, aber ich bin halt auch, was das betrifft, echt schlecht. Also ich kriege das oft auch gar nicht mit, dass man mir schreibt. Ne? Also, naja. It is what it is. Ich habe mein Handy immer auf lautlos. Ich auch. Wenn ich drauf gucke, gucke ich drauf, dann lese ich auch mal Nachrichten. Wenn ich nicht drauf gucke, dann kriege ich es halt nicht mit. Bei mir ist immer das Problem, dass ich es meistens in dem Moment mal kurz lies und dann denke ich mir, ach ja, da machst du und dann mache ich es nicht. Ja, Leo, da kann ich ne, den Tipp, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt her hatte, wer es gesagt hat, alles, was du, so ein genereller Lebenstipp an alle da draußen, was ihr innerhalb von einer Minute erledigen könnt, macht es direkt. Erspart euch viel. Das ist schon recht. Alter, das wäre wie, ich höre beim Arbeiten immer, wenn ich da meine Pakete packe, höre ich auch immer Podcasts, zum Beispiel Baywatch Berlin. Und da kam mir gerade so Gedanke, das wäre jetzt so die Rubrik, wo so der Jingle kommen würde. Und dann so, Jans Praxistipps oder so, Jans Alltagstipps. Und dann würdest du sagen, alles, was du in einer Minute erledigen kann, kann man gleich machen. Das wäre eine lustige Rubrik. Ja. Das war es auch schon wieder, was ich sagen wollte. Ja, war anscheinend nicht so geckig wie. Nee, muss man kennen, Leo, ne? Muss ist so. Da muss man ja, dabei sorry. Gewesen sein. Ja. Jan, wir waren dabei. Muss man aber nicht. Und trotzdem nicht. Ja, aber wir haben es schon wieder vergessen. Weiß ja alte Leute und Kurzzeitgedächtnis. Das stimmt. Wer ist jetzt der älteste von euch dreien? Alle. Das müsste ich sein. Ja gut, du bist jetzt auch fast schon in Eltern-WhatsApp-Gruppen, also du musst wirklich steinalt sein. Ja du, ich hab letztes Jahr zum Geburtstag ein T-Shirt bekommen, wo drauf steht Level 40 complete. Boah. Ja. Aber ich gehe auch schnurstracks auf die 30 zu und das macht mich schon derbe fertig. Aber mit Level 40 hast du aber auch einen Sonderskill freigeschaltet schon. Das ist halt, man arbeitet halt 39 Level darauf hin, erst bei Level 40. Man sieht das immer vorher schon. Was kriegt man denn da? Kann man erst bei Level 40 anlocken und das hast du halt jetzt. Also was kriegt man da für einen Skin? Faltige Haut. Ja. Ich habe eigentlich immer mit einem Schlaganfall mit einem Herzinfarkt gerechnet. 55 Kilo Sack wäre die Idee. Gelbsack. So ist verstanden. Ach, ja. Gelbsack. Ein Gefühlsechten. Gefühlsecht. Aber nur wenn er ein bisschen dünner wäre. Also wenn die Folge einen Namen kriegen sollte, dann sollte sie Gelber Sack heißen. Gefühlsechter Gelber Sack. Gefühlsechter Gelber Sack. Theoretisch können wir das einfach machen. Warte mal, ja? Ich notiere mir mal ein bisschen was hier. Und dann haben wir es doch eigentlich auch schon. Ja. Ja, wollen wir dann das hier Richtung Ende kriegen? Also ich meine, wir können auch immer noch weiterreden, aber richtig so ein Thema oder so haben wir auch nicht mehr, glaube ich. Keiner von uns. Es sei denn, ihr sagt jetzt noch, was? So wie ich Sven kenne, muss der auch um 10 wieder im Bett sein. Da ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt langsam Schluss machen.
Denke ich auch. Ja. Sind halt 2 Stunden. Die Leute freuen sich, dass wir aus dem Reboot oder dass wir aus der Pause wieder raus sind, dass wir in den Reboot sozusagen gehen. Wer jetzt aber so konkret etwas ganz doll anderes erwartet als in dieser Phase, ist auch nicht so ganz richtig. Denn wir werden wahrscheinlich ähnlich weitermachen wie auch schon in der Phase jetzt der Unofficials. Nur, dass die Podcasts eben nicht mehr unofficial sind. Und Sven, dass wir relativ mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, es gibt wieder Time Machines. Ja. Ne? Sonst bleibt eigentlich alles wie gehabt, glaube ich. Ich mache wahrscheinlich das eine oder andere Mal mehr mit. Das ändert sich vielleicht noch so ein bisschen. Aber eigentlich hat sich das ganz gut eingepegelt und deswegen halt nochmal, genauso wie zum Einstieg auch schon, danke an Sven und Jan, die das Ding hier wirklich wunderbar getragen haben. Auch alle, die natürlich mitgepodcastet haben. Aber die Arbeit im Hintergrund lag jetzt vor allem größtenteils bei Sven und Jan. Deswegen, ohne die beiden hätte das diese Unofficial-Phase wahrscheinlich so gar nicht gegeben. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Und ja, dann gucken wir mal, was wir jetzt noch im restlichen Jahr so fabrizieren. Also ich hatte zwischendurch Time Machine-Ideen in der Phase, wo wir keine Time Machines gemacht haben, die ja, aber jetzt nicht mehr so richtig passen, zeitlich. Ja, wir hatten so viele tolle Chancen, die wir verschenkt haben. Ja. Aber ja, da machen wir sie einfach, also entweder wir machen sie einfach trotzdem oder wir machen sie in 5 Jahren, wenn es sich anbietet wieder. Ja, oder wieder Jahr plus 1. Wir hätten es eigentlich letztes Jahr gemacht, so jedes Jahr jede neue Time Machine machen wir als Einstieg. Eigentlich hätten wir das so und so, aber ihr wisst ja, und jetzt haben wir das Thema. Ich programmiere schon mal einen Algorithmus hier. Ja, genau. Aber ja, ist dann, weiß ich nicht, ist... Wollen wir als erste Time Machine, wollen wir direkt die Hall of Fame machen oder wollen wir ein Event besprechen? Ja, ich würde sagen, machen wir die Hall of Fame und ich würde es tatsächlich auf 2 Shows aufteilen. Ja, ne? Ja. 2 Shows à 6 Stunden, oder? So ein richtiges Ding. Ja, genau. Also wir reden eine Stunde und dann schneiden wir noch 5 Stunden Stille hinten dran. Wir schneiden ganz am Schluss, ja, nach 5 Stunden Ruhe kommt dann, danke Leo. Oder was haltet ihr? Okay, oder wir machen einfach eine Stunde Wrestling Time Machine und dann lese ich noch 5 Stunden alles vor, was ich zum gelben Sack finde. Oder wir können das Tempo verringern vom Podcast. Ja, eine Hauptsache Länge. Ganz langsam. Gott, wäre das gut. Dori, bist du? Ja, und den nennen wir dann Sackcast. Der Sackcast. Ja. Nicht der Sackgast, das ist was anderes, das kribbelt. Sackcast. Aber es gibt dann auch immer wieder Sackgäste. So, ich denke, jetzt ist ein ganz guter Punkt zum Beenden. Ja. Ja. Ja? Dann macht mal eine Verabscheuungsrunde durch und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ah, oh, Martin, mach den Deckel sowas von drauf. Ich habe schon gedacht, du vergisst es. Oh, ich war voll nervös, weil du schon die ganze Zeit gesagt hast, kommen wir zum Ende. So, und da habe ich mir schon gedacht, wann? Okay, sehr gut. Ja, dann mach. Ich habe tatsächlich eine Sache, die ich jetzt sagen will. Ich habe nur mega Schiss, dass ich sie dem Jan wegnehme, weil Jan normalerweise der Typ dafür ist. Aber ich danke euch. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir müssen sowas auf jeden Fall. Also ich finde das echt nice, auch einfach so zu labern. Irgendwie ist das echt ganz cool. Und da kommen dann die wildesten Geschichten raus. Und ich habe mich auch gefreut, mal wieder so Sven zu hören. Das fand ich auch ziemlich cool. Und meine Abschiedsworte, und vielleicht nehme ich Jan ja weg. May the 4th be with you, ja. Ja, was aber zum Release-Tag nicht mehr wirklich relevant ist, aber dadurch wisst ihr, dass wir am Star Wars-Tag aufnehmen. Ja, das stimmt. Ja, Jan, dann du. Ja, wrestling-talk.de ist unsere Webseite. Da findet ihr alles, was ihr braucht. Wrestlingtalk.de ist unser Twitter-Handle, alles hintereinander weggeschrieben. Wenn wir live podcasten, twitch.tv/matzeoes. Ihr könnt auch gerne mal bei meinem Twitch-Kanal vorbeikommen. twitch.tv/jr1901. Jetzt stellt euch gerade vor, wie ich einen Daumen in die Kamera halte. Habt ihr euch vorgestellt? Sehr gut. VC daneben, ja. Ja. Und jetzt natürlich, Traditionen müssen beibehalten werden. Und weil es hier eine besondere Sendung ist, gibt es sogar die doppelte Tradition.
weil die beiden Sachen einfach so wunderschön den Podcast zusammenfassen. Traditionsende Nummer 1, Undercover, Fick auf die Polizei. Und er sagte, ich kenne keinen Schlaf, werde nachts zum Bandit. Mein Name wird groß geschrieben, Akkusativ. Und Echo Fresh, der blutige Pfad Gottes. Und während meine Frau einkauft per Strichcode, sammelt deine Frau freitags auf dem Strichcode. Guten Abend. Den hat es aber schon mal gebracht, glaube ich. Das ist möglich. Aber es passt da halt so schön. Ja, Sven, mach mal weiter jetzt nach dem Fiasko. Ich bedanke mich bei der Academy, bei meinen Eltern und so weiter und so fort. Den ganzen Scheiß, den lassen wir jetzt. War schön, euch mal wieder zu hören. War schön, Leo mal wieder zu hören. Ja, ich meine, den kennen wir jetzt ja praktisch seit seinem ersten Sucker. Ja, also... Das könnte echt fast hinkommen, ne? Kann ich das nicht. War es gelb? Es war vermutlich gelb. Mats ist wieder am Start. Das freut mich sehr. Time Machine habe ich ja schon beim letzten Mal beim Roundtable angekündigt. Ist nicht aus der Welt. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir den Matze wieder kaputt gelabert haben, bis wir den Unofficial 2.0 Phase gehen. Brauchen wir ein neues Wort aber dann. Ja. Mal gucken. Da fällt uns wieder was ein. Mal schauen, was ich einen schönen Stempel wieder zusammenfindet. Ja, und ansonsten, ich war ja nie wirklich weg. Und insofern einfach bis zum nächsten Mal. Matze macht hier den Laden zu. Ich sag tschüss, Wanker Wanker. Ja, ich war auch nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Ja. Deswegen ist das so. Ja, aber wir haben, das ist meine inzwischen dritte Comeback-Sendung innerhalb des WTRs. Ist irgendwie auch ganz witzig. Terry. Ja, der Funker. Mhm. Ja, Comeback. Ja, so ähnlich. Aber Matze, gut, andererseits, der Terry Funk des Podcasts. Andererseits habe ich ja nie gesagt, ich höre auf. Ne? Das sind ja alles, es sind ja Zwangspausen gewesen. Nicht, dass ich willentlich aufhören wollte, sondern einfach nur in eine Pause musste. Das ist ja was anderes als bei Terry Funk. Ja. Also mehr der Edge. Ja. Ja. Vielleicht. Oder der Daniel. Es waren zwar nicht 9 Jahre, aber 9 Monate. Gibt jetzt auch Schlimmeres, als der Edge oder der Daniel des Wrestlings zu sein. Denke ich auch, ne? Also, das finde ich, auch, selbst der Terry Funk wär ja was Gutes. Also, da liegst du dann 4 Wochen mit dem gerissenen Bizeps im Krankenhaus dann. Möchte ich bitte nicht, dankeschön. Ja? Du, und du machst du gelber bitte Sack. Der Question und wechselst in 2 Wochen zu einem anderen Podcast. Huch. Ich kenne gar keinen anderen Podcast. Also von dem her, ne, das Einzige, was ich immer zwischendurch noch höre, sind die Roundtables und die Clubhäuser. Ansonsten höre ich Hörspiele bei Spotify. Ja, also dementsprechend. Ja, gut, dann haben wir das soweit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem, wie es jetzt weitergeht, wenn wir das hier vielleicht nicht so gut hinbekommen haben, dass wir euch dann sozusagen mitteilen, wie es jetzt zukünftig ist oder was auch immer, dann könnt ihr sehr gerne jetzt die Kommentare nutzen, da uns Fragen stellen, auch wie es insgesamt so weitergeht und was wir so für Pläne haben. Alles Weitere wird sowieso mal in den sozialen Medien auftauchen, wenn wir relativ safe Pläne haben, was die nächsten Sendungen betrifft und so, dann gibt's das da auch. Ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch dreien mal wieder zu podcasten. Es hat mir wirklich sehr gefehlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das letzte Mal war dann die Jahresendsendung. Das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht und jetzt auch wieder. Es ist eigentlich krass, fast ein halbes Jahr schon wieder her. Aber gut, so ist es eben. Ich hoffe, dass die Pause jetzt nicht ganz so lang wird von mir wieder, wie sie jetzt war. Und alles Weitere wird sich zeigen. Danke für euer Ohr, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Winke, winke.